Es ist Donnerstag, 20 Uhr. Ja, wenn ich auf die Uhr schaue, erst 29 Minuten und 55 Sekunden. Überpünktlich. Servus, Bernhard. Die vierte Session jetzt der zweiten Staffel zum Föhnfliegen. Ja, hier ist wieder Königsdorf. Hier ist Unterwössen. Und ich sag mal, hier ist Österreich, weil wir haben wieder mal keine Kosten und Mühen gespart. Wir haben das Beste der Besten für euch akquiriert und ich weiß jetzt gar nicht genau, wo ich anfangen soll, als erstes vorzustellen. Ja, hätte ich mir vielleicht vorher überlegen sollen. Ich glaube, ich mache es jetzt einfach mal der Reihenfolge nach vom 11. Mai diesen Jahres, diesen super sensationellen Föhntag, was da die Wertungen aufgewiesen haben. Und da begrüße ich als Ersten aus Wiener Neustadt Markus Busenleiter. Servus. Hallo, grüß euch. Ja, schön, dass du dabei bist, Markus. An Nummer zwei hatten wir an diesem 11.5. in den Wertungslisten aus Trieben den Hermann Eingang stehen. Servus, Hermann. Grüß euch zusammen. Ja, Es auch schön, freut dass mich du. sehr, dass ich dabei Ja. sein kann. Ja, wir sind froh, dass du dabei bist oder dass ihr dabei seid, weil man muss ja sagen, ihr beiden habt an dem Tag die ersten beiden Flüge über 1800 Kilometer in den Alpen gemacht. Da nochmal herzlichen Glückwunsch an euch, auch wenn ihr mir meinen Flug da leicht jetzt überboten habt, aber sei es drum. Und die Leistung des Dritten jetzt im Bunde ist jetzt in meinen Augen nicht weniger, nie oder nicht niedriger mit seinen 1500 Kilometern. Der ist nämlich über 2 Stunden weniger geflogen und kennt sich in dieser Gegend auch super gut aus. Servus, Edi Supersberger. Schönen Abend an alle Zuseher. Grüß euch. Ich gebe das ganz offen zu, ich habe das gestern erst festgestellt, dass du 2 Stunden weniger geflogen bist als die anderen da. Wieso? Bist du denn aus dem Bett gekommen und musstest wieder heim oder was war los? Na, wir sind ungefähr 1,5 Stunden später gestartet, weil wir nicht früher starten haben können. Und um 7 Uhr am Abend hat halt quasi dann schon der Flugplatz Niederöbland gezogen. Da sind wir zum 5. Mal vorbeigeflogen und haben gesagt, jetzt haben wir Durst und jetzt fliegen wir runter. Okay, da war hier das Bier war Ja, das ganz Problem. genau. Ja, Ja. okay. Ja, ich möchte in dieser Runde jetzt, also es gibt ja noch einen vierten, mit dem du da sehr viel zusammengeflogen bist im Team, den David Richter-Trummer, auch noch erwähnen, der ja im Prinzip das Gleiche gemacht hat. Ne? Du hattest ihn ja auch schon erwähnt. Ja, schön, dass wir drüber sprechen. Wir waren ja mit dem Flug des Monats, war ja eigentlich, sage ich mal, nach diesem Tag klar, dass das die Flüge des Monats Mai werden. Und es dauerte, glaube ich, 6 Tage und dann kam Klaus Ohlmann mit seinem Flug, wo er dann nach Griechenland geflogen ist. Und damals haben wir uns wirklich überlegt, was machen wir denn jetzt? Und dann waren wir uns eigentlich klar, wir machen im Winter sowieso eine Föhn-Session und da laden wir euch ein, so praktisch als Entschädigung, dass es nicht zum Flug des Monats gekommen ist. Gut, jetzt aber genügend der Vorrede. Ich möchte natürlich hier auch noch Unterwössen vorstellen. Servus, Jan. Oh, ja, hallo. Ja, genau. Morgen ist jetzt doch wieder eingeschlafen gewesen. Ja, und Malen nach Zahlen kennt er inzwischen, ja, unser Benny. Servus, Benny. Ja, schönen guten Abend. Der Maler vom Dienst meldet sich auch. Ja, genau. Der Benny ist heute etwas gehandicapt, was die Stimme betrifft. Das ist schon deutlich besser als gestern bei der Vorbesprechung. Aber zum Malen braucht man nicht viel, muss man nicht so viel reden. Und ja, Benni, ich würde sagen, zeig uns doch als erstes mal das Gebiet, was wir jetzt besprechen wollen und dann eben gleich die 3 Flüge mal, von denen wir gesprochen haben, wo man dann, glaube ich, auch gleich sofort sieht, um was es geht. Genau, also wir haben ja schon den 11. Mai als den Schlüsseltag für unsere heutige Session eigentlich angesprochen, weil der eben sehr, sehr gutes Gebiet umfasst, das wir heute besprechen wollen. Wir hatten ja die letzten beiden Sessions hier den Bereich der mittleren Alpen-Nordseite und dann eben vor 2 Wochen den Westen bis zum ungefähr Genfer See gemacht. Und jetzt kommt eben heute der östliche Teil ungefähr zwischen Wilden Kaiser, Salzburg und dann eben ganz im Osten Wien. Hier ist der Flug von Markus Busenleitner, der bisher weiteste Flug in den Alpen und in Europa jemals mit 1811 Kilometern. Also, nee, das stimmt nicht ganz. Es gibt einen Flug von Klaus Ohlmann. Er war ein bisschen weiter. Richtig, richtig, stimmt, ja. Aber in den Alpen, der weiteste, nicht in Europa. Das ist tatsächlich richtig. Genau, vom Hermann Eingang, der im ähnlichen Gebiet geflogen ist, also sehr, sehr ähnliche Wenden hatte.
den Flug mit 806 Kilometer, eben am gleichen Tag, sehr, sehr ähnlich. Und dann hier noch vom Edi Supersberger, kann man sich hier anschauen, jetzt hier im Ohlsee, auch eben die gleiche, ungefähr die gleichen äußersten Wendepunkte. Und deswegen eben, weil das diese spektakulärsten Flüge waren, haben wir die drei gefragt, dass sie heute mit uns hier dieses Gebiet besprechen. Und die haben auch gleich zugesagt, was total klasse ist. Vielen, vielen Dank dafür. Und diese Flüge mal übereinander gelegt, sehen dann so aus. Jetzt sind wir hier im CU drin. Da sehen wir jetzt hier eben in grün den Hermann Eingang, in blau den Markus Gusenleitner und dann in lila bzw. in rot zwei Flüge vom Edi Supersberger. Der rote ist genau, ich weiß es nicht, ich sehe es jetzt gerade nicht. Ich sehe noch die OLC-Seite. Ich weiß nicht, ob es bei mir liegt oder insgesamt. Jetzt sehe ich dich. Ja, Moment, dann machen wir das gleich nochmal. Ich dachte eigentlich, ich könnte das dazwischen. Jetzt müsstet ihr CU sehen. Jetzt sehen wir CU. So ist es. Klar, genau. Also nochmal, wir haben in grün den Hermann-Eingang, wir haben in blau den Markus Gusenleitner und wir haben in rot einmal den Edi Supersberger hier am 11.05., eben am gleichen Tag wie die anderen beiden. Und dann auch nochmal exemplarisch, weil das eben das Routenspektrum ein bisschen erweitert, eben in lila nochmal einen anderen Flug an einem anderen Tag, auch vom Edi Supersberger, der weiter nördlich geflogen ist. Was man hier sieht, in der Vorbesprechung hat es der Matthias mal ganz gut zusammengefasst. Es gibt also Stellen hier in Ost-West-Richtung, wo sich alles wahnsinnig bündelt. Hier zum Beispiel am Dachstein oder am Hochkönig und so. Oder wo es eben nur drei klare, konkrete Routen vielleicht gibt. Es gibt aber auch andere Stellen, in denen es sehr, sehr vielfältig ist, wo hier geflogen wird und wo geflogen worden ist. Dass man eben sieht, hier im Osten, da gibt es viel zu besprechen. Wir werden da heute also auch versuchen, möglichst detailliert, aber doch zügig durchzugehen. Was man auch sieht, die Kollegen sind natürlich auch durch den mittleren Bereich, den wir ja in der allerersten Föhn-Session besprochen haben, durchgeflogen, hier also zwischen Kaiser, Kufstein und dem Montafon im Westen. Und da sieht man eben, dass sich das sehr, sehr konkret auf klare Bahnen beschränkt, während das im Osten eben bei weitem nicht so eindeutig ist. Und deswegen freue ich mich ganz besonders drauf, dass wir da heute ein bisschen drüber sprechen. Genau. Und ich denke, ich zeichne jetzt einfach, oder ich hole jetzt einfach schon mal die Zeichenkarte hier raus. Jetzt sind wir wieder hier. Ihr kennt das Prinzip. Ich habe jetzt mal so den Teil vom Westen hier noch ein bisschen dagelassen, wo ich eben das Konzept erklären kann. Wir haben immer in den letzten Malen die Wellen in gelb eingezeichnet. Wir haben zuverlässige Hänge in grün eingezeichnet. Und Wind haben wir, wenn es sich irgendwo kanalisiert, hier mit solchen Pfeilen eingezeichnet. Die Namen haben wir reingeschrieben, wenn es wichtige Berge oder wichtige Orte sind. Und wenn ich so Linien habe wie hier, dann sind die Linien in golden diejenigen, die eher besser gehen, wenn man von einem Punkt zum anderen fliegt. Und in rot sind Linien, die eher schlechter gehen, wenn man von einem Punkt zum anderen fliegt. Also Gold ist geringere Übel, Rot ist größere Übel sozusagen. Genau. Und wir haben auch überlegt, in welche Richtung wir fliegen und haben uns entschieden, aus verschiedenen Gründen, dass wir dieses Mal im Osten anfangen, nämlich in Wiener Neustadt und dann eben vom Osten her abschnittsweise eben die Flugmöglichkeiten bis zum Wilden Kaiser hin besprechen. Und da wollen wir jetzt eigentlich auch direkt einsteigen, oder? So, jetzt muss ich noch hier hinfahren, richtig? Genau, da sind wir. Also Wiener Neustadt an sich ist ja gar nicht drauf. Aber ich denke mal, vielleicht ist es doch sinnvoll, wenn der Markus erstmal anfängt, uns hier ein bisschen einen Überblick zu geben darüber, wie steigt ihr denn eigentlich ein? Wo klingt ihr denn aus, wenn ihr von Wiener Neustadt aus in den Föhn geht? Was sind da eure Möglichkeiten und was sind da die ersten Anlaufpunkte und wie geht es dann weiter? Es ist in erster Linie davon abhängig, wann erfolgt denn der Start. Um große Strecken zurückzulegen, muss man natürlich früh starten und in der Früh ist es empfehlenswert, gleich auf den Föhn zu setzen, sprich gleich in die Welle zu gehen und nicht auf den Hangwind, weil beim Hangwind ist es sehr häufig so, dass beispielsweise das Mürztal noch voller Nebel ist oder auch sogar das Turnauer Becken, dass man dort auch nicht landen könnte. Das heißt, in der Früh ist eigentlich die Hangroute aus meiner Sicht nicht zu empfehlen. Das heißt, wir starten eigentlich, oder wir schleppen uns sehr hoch und klinken dann im Puchberger Becken aus, 2000 NN ungefähr, gleiten dann noch vor bis zum Schneeberg und versuchen dann dort in die Welle einzusteigen. Das ist mit 1700 NN dann sehr komfortabel möglich. Und ja,
Der Schneeberg ist einer der Berge, die eigentlich sehr zuverlässig gehen, auch sehr bei unterschiedlichsten Windrichtungen. Das muss jetzt nicht ein reiner Süd sein, da kann auch ruhig eine Westkomponente dabei sein. Aber das Steigen ist dort aus verschiedensten Richtungen sehr, sehr zuverlässig. So, ich bin kurz ein bisschen mit dem Zeichnen beschäftigt gewesen. Genau, ich habe den Schneeberg jetzt erstmal markiert, eingezeichnet hier und auch eben hier das Puchberger Becken, wo ihr ausklingt. Ich denke, der Schneeberg kommt heute noch öfter vor in den Diskussionen, deswegen ist er jetzt konkret erstmal hier angezeichnet. Genau. Der Schneeberg ist eigentlich mal der wichtigste Einstiegspunkt. Wie es dann weitergeht, ist dann die große Frage. Die nächste Möglichkeit, eine Welle zu finden, ist, wo jetzt der Cursor ist, das ist das Höllental, also das Tal zwischen Schneeberg und der Rax. Das ist aber jetzt nicht eine gesetzte Bank. Kann funktionieren, das Höllental, muss aber nicht funktionieren. Je nachdem, wie hoch ich bin, fliege ich in das Höllental oder fliege gleich weiter zum nächsten Berg. Also wenn ich beim Schneeberg in der Schneebergwelle sehr hoch komme, dann fliege ich meistens gar nicht in das Höllental hinein, weil das Fallen vom Schneeberg, also wenn man über den Schneeberg drüber fliegt, ist durchaus sehr, sehr stark. Und das versuche ich bei hohen Windgeschwindigkeiten eigentlich zu vermeiden, fliegt er eher sogar nördlich herum und ordne mich dann eher dann wieder an den hohen Gelände ein. Also dieser zweite gelbe Punkt hier beim Höllental kann funktionieren, muss nicht funktionieren. Der nächste ist dann die Schneealpe. Ist ähnlich zu betrachten wie das Höllental aus meiner Sicht. Kann funktionieren, muss aber nicht funktionieren. Man darf sich auf diese beiden eigentlich nicht drauf verlassen. Am liebsten ist es mir, Schneeberg hochzusteigen und dann in einen durchgleiten bis zur Faitsch. Weil bei der Faitsch ist dann der nächste Punkt, der dann wirklich auch wieder dann gut geht in der Welle. Genau, hier ist die Faitsch im Lee. Genau. Geht dann wunderbar weg. Genau, also du sagst im Lee auch, also quasi ihr fliegt da nördlich von der Faitsch, ist das ungefähr so richtig, oder? Ja, dieses Gebiet kann man durchaus noch ein bisschen größer einzeichnen. Es ist nicht so, dass das unbedingt immer sehr gut geht mit 3-4 Metern, sondern man muss sich an manchen Tagen auch mit 1 Meter zufrieden geben. Aber die Faitsch ist zuverlässig, man kommt auch von 2000 Meter weg dort in der Welle. Aber ich versuche doch sehr hoch dort anzukommen, im Idealfall mit 3000 Meter. Und dann, um gerüstet sein für den Weg dann wie heißt der, Hochspar. Genau, wie hoch kommt man denn am Anfang an die Schneebergwelle? Also was ist da so euer Ziel? Wie hoch wollt ihr da kommen, um eben vernünftig weiterzukommen? Ja, das ist eine gute Frage. Ich versuche, so hoch wie möglich zu kommen. Das ist aber schon wieder das erste Problem. Wir sind hier beim Schneeberg mitten unter einer TMA, die auf 8500 Fuß, also sprich, wir können nur bis 8500 Fuß ohne Transponder steigen. Darüber brauchen wir Freigaben. Und die bekommt man nicht immer. Wir bekommen sie sehr häufig, aber nicht immer. Und je nachdem, wie hoch der Schneeberg geht, meistens ist es der Schneeberg einer der Berge, die eigentlich sehr hohe Wellen produzieren. Schneeberg und Hochschwab sind aus meiner Sicht die Berge, die die höchsten Wellen produzieren. Und ja, wenn es auf 5000 Meter geht, dann gehe ich auf 5000 Meter, sodass ich gleich in einem durch bis zur Faitsch komme. Natürlich nehme ich da die Routen mit, die die Rax eventuell hergeben oder die Schneealpe hergeben. Aber Ziel ist dann eigentlich immer die Faitsch. Genau, wir können ja, glaube ich, die Hochschwabwelle jetzt auch gleich einzeichnen. Da müsstest du mir auch noch ein paar Tipps geben. In welchem Abstand sucht ihr die denn normalerweise? Ja, ich fange da an, am östlichen Ende des Hochschwabs, das nennt man Afflenzer Staritzen. Nördlich davon sind dann die Zeller Staritzen. Sind ein bisschen niedriger und dazwischen ist so ein Tal. Und dieses Tal, das steuere ich einfach mittig an. Ja, genauso, wie du das jetzt hier eingezeichnet hast. Die Welle ist ja auch nicht immer an der gleichen Stelle. Oft ist es gleich so, dass es am östlichen Ende schon schwach zum Steigen beginnt. Oft ist es aber auch nicht der Fall. Man muss da weiter
nach Vorfliegen, da ist ein kleines Stausee da unten, dort ist ein häufiger Wellen-Einstiegspunkt, ja hier ungefähr. Oder auch über der Außenlandewiese Gschöder geht es auch. Also eher hier mittig ist es eigentlich am besten. Wenn ihr da hoch seid, dann ist es aber schon eine relativ zusammenhängende Linie hier im Lee vom Hochschwab, oder? Naja, ist nicht unbedingt immer so. Man möchte das glauben, der Hochschwab ist so lange und es ist dann auch eine lange Welle dahinter. Ist nicht immer so. Also mir gelingt es sehr selten, dass ich da von Ost nach West komplett in einem steigen kann. Aber man freut sich auch schon, wenn man nur die Höhe halten kann. Ist auch okay. Also ich kann es bestätigen, wir kommen dann meistens ja vom Westen Richtung Osten, also Richtung Schneeberg. Und da gibt es mehrere Punkte, wo wir uns wieder erholen können. Das ist einmal der Hochschwab und dann hinten der Schneeberg. Und in der Zwischenroute versucht man einfach nur die Höhe so gut wie möglich zu halten. Und für mich ist eigentlich dann, wenn ich schon weiß, dass der Hochschwab sehr gut geht, das ist meistens bei uns, wenn wir von West nach Ost kommen, der Einstieg direkt bei der Riegerin. Da hätte ich ein Bild dazu. Beni, kannst du mich freilegen? Sehr gerne, ja. Du kannst jetzt reingehen. Benni trinkt einen Tee, ich trinke Bier, das finde ich gut. Ja, ja. Seht ihr meinen Bildschirm? Jawohl. Okay. Das ist jetzt im Endeffekt der Hochschwab auf der linken Seite. Das ist ja immer wieder sehr oft, dass ja auch in den östlichen Bereich der Alpen sehr hohe Luftfeuchtigkeit quasi uns daran hindert, dass wir da ein bisschen weiter südlich die Wellen fliegen können. Manchmal schwappt sogar diese Föhnmauer über den Hochschwab darüber, da müssen wir teilweise sogar weiter im Norden die Linien suchen. Aber das ist ein typischer Wellentag mit hoher Feuchtigkeit. Da ganz hinten sieht man das Gesäuse, der Damischbachturm. Das ist die kalte Mauer direkt beim Eisenerz und das ist die Riegerin. Und wenn wir von Westen kommen, ist es quasi der Rieger, über der Riegerin immer das beste Steigen. Also das sind Welleneinstiege über 4, 5, 6 Meter. Also weiter Richtung Osten, Richtung Aflenzer Staritzen ist es dann weniger. Also wir fliegen eigentlich punktgenau immer direkt darüber. Ja. Benni, du kannst wieder. Okay, dann müsstest du kurz wieder das Teilen aufhören, ja, damit ich wieder kann. Passt, genau. Bin schon weg. Ja, wunderbar. Genau, das immer wieder. Edi, da hätte ich gleich noch eine Frage. Du kommst ja da aus dem Westen immer hin und jetzt hat der Markus ja schon beschrieben, dass das also nicht immer völlig zusammenhängend alles ist. Vor allem da bis zum Schneeberg raus, Sprung, Veit, Schracks, vielleicht Schneealpe, vielleicht auch nicht. Wendest du denn dann wirklich auch am Schneeberg oder ist dir das manchmal zu blöd und du fliegst manchmal nur bis zur Veit oder so? Oder nimmst du diese längeren Sprünge dann trotzdem in Kauf, um in den Osten noch zu kommen? Also ich versuche, wenn es geht, bis zur Schneebergquelle zu kommen, weil einfach, wenn du vorher umdrehst, schenkst du eigentlich eine sehr gute Quelle eigentlich her. Wenn du dann natürlich eine super tragende Linie gefunden hast und wie auch immer, vielleicht lässt sich der Controller nicht weiterfliegen, dann versucht man natürlich, diese Linie wieder retour zu fliegen. Aber der Schneeberg wäre eigentlich der Punkt, wo ich sage, ich komme tief hin, gehe wieder hoch auf und fliege so schnell als möglich wieder bis zum Hochschwab. Und von dort geht es dann zu der nächsten Welle. Veitsch, muss ich ehrlich sagen, habe ich eher wenig die Erfahrung. Ich fliege ein bisschen weiter im Norden. Da sind die Wellen zum Teil nicht so stark, aber sie sind zusammenhängend. Kann ich meine Linie eher strecken. Was ist denn der Plan B, wenn man da aus dem Wellensystem rausfällt? Weil wenn ich da so hinschaue, so richtig einen Prallhang, finde ich jetzt erst, kommt mir jetzt keiner. Ja, das ist eine ganz spezielle Frage. Entweder, ja, deswegen stelle ich sie, ja, weil es interessant ist. Es ist immer, wenn wir zu tief, sage ich mal, die Rotoren anfliegen beim Hochschwab, und du lässt dir keine Reservehöhe, dass du quasi auf die Südseite springen kannst, um dort im Hangwind weiterzufliegen, dann wird es wirklich interessant. Also im Norden hast du nicht so viele Auffanghänge, wo du dich quasi wieder retten kannst. Das ist spannend, weil das ist ja eine der wenigen Stellen in den Alpen, wo die Auffanghänge tatsächlich luvseits liegen und nicht leeseits. Genau. Ja, ist interessant. Vielleicht zeichnen wir jetzt die Hänge einfach auch mal ein, anfangen beim Schneeberg, wo wir schon dabei sind.
Ich muss mir kurz ein Hang-Symbol klauen. Moment. Das ist der Nachteil, dass wir jetzt im Osten angefangen haben, dass ich immer hin und her springen muss. Naja, jetzt hast du ja jedes Symbol einmal gemacht. Jetzt haben wir es ja dann alles nach Osten verschoben. Genau, jetzt haben wir es bald. Genau, so, da sind wir. Also, Schneeberg-Luf, fangen wir an, oder? Schneeberg-Luf ist so eine Geschichte. Aus meiner Sicht ist das sehr wenig zuverlässig, beziehungsweise mir persönlich ist es auch zu weit nördlich. Ja, dann zeichnen wir es gar nicht ein. Richtig, wo du jetzt bist, der kleine Berg davor, rechts, nördlich von Küb. Küb ist eine Außenbahn. Ah ja, 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 ja. Und hier dieser Berg nennt sich Gans. Der ist nur 1300 bis 1500 Meter hoch, aber schön Ost-West gerichtet. Und hier, das ist eigentlich der erste schöne Wind oder so wie du gesagt hast, der Wand, wo man sich da halten kann. Das mache ich auch sehr gerne. Ich schleppe mich hierhin, wenn ich auf der Hangro-Windroute unterwegs bin, komme dort in 1500 Meter an und dann kann man diese Höhe 1500 Meter bis zur Westseite halten. Es gibt auch noch sehr gute Berge weiter im Osten. Das ist zum Beispiel die Hohe Wand. Aber oft ist es sehr schwierig. Hier, oder? Ja, hier rechts oben. Ja. Aber es ist mitunter sehr schwierig, dann von der Hohen Wand da bis zur Gans zu kommen. Also da müsste man vielleicht 1700 Meter hoch sein, dass man da sehr komfortabel hinkommt. Manche machen das auch mit viel weniger Höhe, aber dann ist man dort unter 1000 Meter und das ist nicht spaßig. Also das ist für mich eigentlich der Einstiegspunkt, wenn ich dann auf den Hangwind setze, dieser Gans. Und von dort geht es dann gleich weiter zur Rax. Geht meistens sensationell gut hier im Hangaufwind. Man kann hier, üblicherweise kommt man hier mit 1400, 1500 Meter an. Geht auch von tiefer weg, von 1200. Achtet sich ein paar Mal hoch und dann geht es gleich weiter bis zur, wie nennt sich dieser kleine, bis zur kleinen Wand. Diese ist eigentlich nicht durchgehend ein Hangaufwind möglich bei der Rax hier, ist eigentlich nur der östliche Teil jetzt eigentlich, der zuverlässig Hangwind liefert. Dieser Berg dazwischen, diese Breiner Wand ab dort bis zur Heukuppe, ist es eigentlich so, dass dort meistens kein Steigen im Hangwind möglich ist, sondern erst wieder bei der Heukuppe. Das ist bei der Rax jetzt dieser südliche Teil. Auf der Rax gibt es ja eigentlich, wenn der Föhn ein bisschen mehr Südwestkomponente hat, ist ja quasi am westlichsten Spitz, macht es da sogar eine Allee drinnen. Also das eher ratsam, nicht ganz hinten reinzufliegen am Grat, weil das genau dann praktisch beim Vorbeifliegen vorne an der Spitze hast du da meistens irrsinniges Fallen. Also das passiert mir immer wieder, ich weiß nicht, wie es dir geht, Markus, das ist auch so eine Schlüsselstelle, da weiche ich doch ein bisschen weiter in den Süden aus, um diese Stelle zum Fliegen. Das ist auch ein sehr wichtiger Punkt, den der Edi jetzt eingebracht hat. Sobald es bei der Rax eine stärkere Westkomponente gibt, dann ist diese Ostseite, wird dann ganz parallel angeströmt und da gibt es oft keinen Hangaufwind. Also wenn man da muss man aufpassen, wenn man vom Westen her hoch daherkommt bei der Heukuppe und glaubt, na, man fliegt jetzt noch weiter die Rax entlang bis zum Ostende, wo der Sender ist und dreht dort um, ist es schon ein paar Mal passiert, da bin ich nie wieder dann zur Heukuppe gekommen. Weil hast du reinen Gegenwind, es wird kaum Hangaufwind produziert und du kommst nicht mehr bis zur Heukuppe. Also da muss man aufpassen. Danke für deinen Einwurf, Edi. Welche Windrichtungen sind denn normal bei euch im Osten? Weil wir haben ja gesagt, in der Schweiz ist es oftmals so, dass es wirklich relativ stark südlich ist, während es in der Mitte so vielleicht 200, 210 Grad ist. Und synoptisch ist es ja manchmal, zumindest in den Karten, so, dass es nach Osten immer mehr Westkomponente bekommt. Ist das, entspricht es euren Erfahrungen oder eher nicht? Es ist tatsächlich so, dass sehr häufig eine Westkomponente dabei ist und die ist dann auch sehr störend, je stärker sie ausgeprägt ist. Reiner Süd mit 180 Grad oder 190 Grad, wie es uns am liebsten ist, ist eigentlich selten. Meistens haben wir so um die 200 Grad und da sind wir schon glücklich. Hm.
Gut, dann gehen wir diese Hangroute jetzt noch ein bisschen weiter nach Osten. Da weiß ich nicht, wie der nächste heißt. Ich überlege schon die ganze Zeit, wie der nächste Hügel da heißt. Schneealpe. Schneealpe, genau, ja. Danke. Da fliegen wir auch zum Sender hin. Meistens bringt es nichts, hier die Ostseite der Schneealpe anzusteuern, sondern hier wirklich genau, wo er jetzt ist, der grüne Punkt beim Sender, fliegen wir hin, dort steigt es schon. Je nachdem, wie hoch man dort kommt, im Idealfall auf 2000 Meter. Ansonsten fliegt man noch weiter nach Westen, die Schneealpe auf der Westseite. Ist dann auch noch eine Möglichkeit, im Hang zu steigen. Manchmal ist es dort besser, um dann gerüstet zu sein für den Weg zur Veitsch, weil das ist dann doch schon relativ stark gegen den Wind. Und man sollte hier bei der Schneealpe schon 2000 Meter sein, um da komfortabel dann bei der Veitsch sich bei den Almhütten da einfädeln zu können. Der Veitsch ist ja auf der Ostseite ein relativ niedriger Kamm. Also den sollte man ungefähr in Gradhöhe erreichen, dann ist es eigentlich kein Problem. Und es ist halt jedes Mal ein Erlebnis, wie gut das quasi durch der Hangwind geht, weil der Forst richtig hoch ist, wie ja, 4, 5, 6 Meter. Also faszinierend, immer wieder. Ja, die Veitsch ist für mich eine der zwei Berge hier im Osten, wo es eigentlich am zuverlässigsten geht. Veitsch geht, sobald nur ein bisschen ein Südwind ist, geht die schon, genauso wie die Hallermauern. Das sind eigentlich meine zwei Lieblingsberge beim Hangwindfliegen. Kommt das auch dadurch, dass es quasi genau südlich im Tal ist, wo der Wind sich kanalisieren kann? Ja, bestimmt. Ja. Was mich jetzt brennend interessiert, sind von euch dreien, vielleicht auch mal vom Hermann, eben die Meinungen zum Hochschwab im Hang, weil der ja von der Gneisstruktur sehr viel komplexer ist als die anderen Berge. Ja, also absolut richtig. Und es ist ja, wenn man jetzt nach Westen da von der Veitsch weiterfliegt, oft sehr schwieriger, sich so zu entscheiden, bleibt man jetzt im Norden und fliegt diesen nördlichen Ausläufer an, der der Hochschwab hat, genau. Und oder wählt man etwas die südlichere Linie. Aber es ist auf jeden Fall gut, dass man, wenn man im Hangwind fliegt, dass man in der Veitsch dieses gute Steigen einmal anständig mitnimmt. Und ja, hängt natürlich jetzt vom Gleitzahl und so ab. Aber man muss damit rechnen, dass man zwischen Veitsch und Hochschwab-Ausläufer, finde ich selten, eine sehr gut tragende Linie. Meistens probiere ich, korrigiert es mich, ein bisschen zuerst nach Süden ein bisschen auszuholen, ja, und mich dann nach hinten zu fallen zu lassen. Wenn ich genug Höhe habe, fliege ich den Hang hinten sehr gerne an. Ja, das ist so, genau. Ja, so etwa diese Linie. Und dann dieser Hang selbst, da geht an sich relativ gut, aber es lohnt sich, also jetzt beim Hochschwab dabei, es lohnt sich aber dort, wenn man da, sobald man da in Steigen kommt, vielleicht den einen oder anderen Achter einzulegen, um eben dann, weil das Gelände steigt dann jetzt nach Westen Richtung Hochschwabgipfel doch deutlich an, und man soll da schon schauen, dass man in Gradhöhe da diese ganze Sachen mit reinnimmt. Und wir werden es vielleicht noch bei den Flugwegen noch gut sehen, aber dann kommt doch ein sehr enger Übergang zum Hochschwabgipfel hin. Wenn es gut geht und man hat unter Anführungszeichen die Nerven, man ist sich sicher, kann man hinten bleiben und das durchfliegen. Ist aber besonders, ich sage mal, wenn man das erste Mal macht oder bedient, sicher sehr mit Vorsicht zu machen. Es gibt auch da so ein kleines Tal, ich denke, man sieht es da, dass man nach Süden dann von da hinten raus das umfliegen kann. Das wird auch sehr häufig gemacht und ist wahrscheinlich ein bisschen die sicherere Linie. Das ist dieser Übergang, das ist genau, der Travis-Sattel. Und das ist jedes Mal, kann zu einem starken Erlebnis werden. Und dann denkt man, wenn man da mehrmals hin und her fliegt, dann sagt man sich beim zweiten Mal, das möchte man kein zweites Mal antun. Und trotzdem fliegt man immer wieder durch. Also es funktioniert, aber es ist sehr, sehr spannend. Der Markus hat es ja an dem Tag immer so gemacht, dass er eigentlich beim Fölz, zwischen Fölzstein und Winkelkogel, das ist dieses K, das was dann nach Süden geht, ausgewichen ist. Der Markus hat sich das einfach nicht angetan, nehme ich an. Und ist immer ausgewichen, den Sprung nach Süden, und ist fast genauso schnell gewesen wie wir, wenn wir durch den Travis-Sattel durchgeflogen sind.
Kannst du mal zeigen, also, welchen Sattel du jetzt meinst? Travis-Sattel? Das ist genau da, wo diese zwei roten... Also da oben. Ja, genau. Ich muss ja sagen, das ist ein ganz unangenehmer Sattel, finde ich, weil der sich so lange hinzieht. Ne? Ja. Und das ist also, und, oh, ich fühl, da bin ich immer... Ja, also da hinten ist wirklich Vorsicht angeboten. Ich denke, das weiß man, wenn man da einmal durchgeflogen ist, es ist sehr, sehr komplex. Turbulent, sehr turbulent und meistens kommen ja einem auch in derselben Höhe Flugzeuge entgegen. Also ja, das ist... Man hat damit zu kämpfen, das Flugzeug einigermaßen unter Kontrolle zu kriegen und dann kommen einem dann zwei, drei Flugzeuge entgegen. Ja, also was ich das erste Mal, als ich das erste Mal dahinter geflogen bin, habe ich das mir viele Flüge von euch und von anderen von da hinten angeschaut in so 3D-Animationen und das kann ich nur jedem empfehlen, wenn das jemand mal machen möchte, dass er sich da Flüge nachfliegt in 3D, um das mal gesehen zu haben, wie das ausschaut, weil das ist wirklich, das ist eine ganz, ganz blöde Ecke da hinten. Ja, es, also wie gesagt, es gibt Alternative, man weicht halt da ein bisschen nach Süden aus und macht das wirklich nur, wenn man sich wirklich sicher ist, dass das auch funktioniert, weil es eben nicht, es geht ja ums Erlebnisfliegen, nicht? Und um nichts anderes. Genau. Rein theoretisch könnte man ja auch weiter im Süden das Ganze umfliegen. Aber da ist jetzt quasi, ja genau, da ist ja ein kleiner Quergrat, das ist die Aflenzer Bürgeralpe, glaube ich, ist das. Weißt du, da wo ich jetzt den Quergrat Ja, genau. Da ist das Problem, wenn du jetzt von hinten kommst, bist du quasi auf den Quergrat immer im Lee. Und das kann ja passieren, dass du quasi dann irgendwann einmal in Turnau landest. Also das geht so runter. Und ich habe es einmal selber erlebt, da habe ich dann eine halbe Stunde dann dort versucht, wieder Höhe zu machen. Unten war fast kein Wind, oben war es stürmisch. Und nach langem Hin und Her habe ich dann wieder die Route dann wieder in den Norden gefunden. Ich persönlich ja, versuche halt immer dort beim Seebergsattel diese Route zu fliegen. Das ist eigentlich relativ sicher, weil dort der Wind kanalisiert und der erste Hang ziemlich stark. Ja. Quasi sehr starken Aufwind produziert. Mhm. Okay. Mir passiert sehr häufig, dass ich dann eigentlich gar nicht die Hochschwab-Gipfelhöhe erreiche, sondern noch drunter bin, weil eben da hinten durch diese Verschneidungen da dieser Wind nicht so, der Süden nicht so gut ansteht. Aber die Linie nach Westen dann, wenn man diese Engstelle überflogen hat, tragt wieder relativ gut. Es ist aber das Gelände jetzt vielleicht nicht unbedingt Sörders an einige Stellen, wo das dann wieder vernünftig weitergeht. Man hat natürlich jetzt aus dieser Position jetzt die ganzen Sachen, was da jetzt nach Westen weiterkommen, ob man eben im Norden bleibt, das Gesäuse durchfliegt oder ob man eben jetzt weiter nach Süden rausgeht. In letzter Zeit, muss ich sagen, bin ich auch beim Südwind fast, würde die Gesäuseroute in den meisten Fällen favorisieren. Man muss aber dazu sagen, dass auch jetzt vom Flugplatz her ist überhaupt keine Möglichkeit. Also man hat gerade, ich weiß gar nicht jetzt, wie aktuell die Wiesen in Mooslandl ausschauen, aber da gibt es ein bisschen was, zumindest zum Notlanden sollte es funktionieren. Gestatter Boden, glaube ich, was da einzeichnet ist, ist sicher nicht ohne. Ja, befüllen würde ich das auf keinen Fall nehmen. Ja, also, bist du ja, im Roter, glaube ich, No-Go. Ja, das ist außerdem glaube, eine Bergwiese. Ich habe gesagt, Gstätterboden lieber nicht. Das ist eine Bergwiese, die ist 300, 400 Meter über den Grund und ist am Berg oben, also voll im Wind, mit Rückenwind reinzulanden. Mhm. Aber jedenfalls, dort, wo das O vom Hochschwab steht, gibt es dann hinten, also das Gelände wird dort nach Süden hin deutlich flacher und es ist da so olmerisch, also es ist oft vom... nicht so ohne, wobei aber wenn man jetzt von Osten herkommt, es meistens leichter ist, um da hinten zu bleiben und dann diese Linie zum Ebenstein Richtung Kalte Mauer in das Eisenerzer Becken rein. Genau. Aber auch da muss ich sagen, das ist fast eigentlich noch fast unangenehmer, diese Ecke, als die ein bisschen weiter östlich vom Hochschwab, weil das so ein ganz flaches Hochtal ist. Ne? Ja. Ja. Und also auch da, oh, das ist
immer mit hohem Pulsschlag verbunden, muss ich sagen. Ich habe die Erfahrung gemacht, genau dort, wo der Hochschwab im Norden eigentlich abfällt, macht es kurz vorher so einen Hang, der ist vielleicht 200, 300 Meter hoch. Das sind so die letzten Felsen, gehen dann nochmal noch in die Höhe, bevor sie quasi im Norden noch richtig stark abfallen. Und das ist meistens die beste Linie und trägt auch sehr, sehr gut. Man muss sich dann kurz vom Hochschwab, wenn dann der erste höhere Spitz kommt, die Zeit nehmen, dass man da vielleicht kurz einmal hin und her fliegt, dass man höher in diese Hochebene reinfliegt. Also nicht zu tief reinfliegen, also auf keinen Fall. Wenn man jetzt vom West nach Ost fliegt. Genau. Und dann ist der nächste Punkt, ist ja quasi dann die kalte Mauer. Die ist relativ zuverlässig. Da kommt quasi über den Brebichel der Wind, der kanalisiert und schlägt sich quasi da recht schön an dieser Wand. Und das ist quasi dann der nächste Punkt, dass man quasi direkt weiter nach Westen Richtung Tamisprachturm fliegt. Ja, vielleicht kannst du den grünen Punkt ein bisschen weiter nach Norden zu ziehen. Das ist jetzt nicht genau die kalte Mauer, die ist ein bisschen weiter nördlich. Ah, tatsächlich, okay. Also das hier meinst du? Ja, genau. Ja, okay, wunderbar. Da geht es am besten. Mhm. Genau. Sehr gut. Es zahlt sich auch aus, wenn man dort ein, zwei Achten macht und vielleicht diese 100, 200 Meter, dieser Felsen noch hergibt, macht. Man fliegt wesentlich entspannter Richtung Tamisprachturm dann. Genau, Tamisprachturm habe ich jetzt auch eingezeichnet. Das ist genau. der erste im Osten von dem Berg. Ja. Genau, der hier, genau. Okay, und ab dann wird es ja wieder eher einfacher, dann Richtung Pyrgas weiter. Diese Linie, wo man dann zum Buchstein hinfliegt. Wobei muss ich sagen, diese reine Hanglinie ist da meistens ein bisschen so lala. Also so richtig gute tragende Linien in diesem Bereich, vor allem auch da hinten dann, wenn da ein bisschen Südwest ist, ist man schon froh, wenn man halbwegs die Höhe halten kann. Buchstein, kann sehr gut sein. Natürlich gibt es da vorne südlich vom Buchstein oft so Wellensysteme oder irgendwelche anderen Turbulenzen, die dann unter Umständen das Aufwindfeld dort da stören. So würde ich das einmal interpretieren. Er kann sehr gut gehen, aber nicht direkt der Bank, sage ich. Ich weiß nicht, wie das die Kollegen sehen. Ja, ich versuche oft, dass ich vom Tamisprachturm eher direkt über den Talboden fliege, dass ich quasi nicht in das Lee vom Buchstein komme. Meistens haben wir Südwestkomponente und da drinnen kanalisiert der Wind sehr stark. Also ich versuche meistens vom Tamisprachturm Höhe zu machen und dann schwenke ich einfach ein bisschen ins Tal raus und damit komme ich einfach höher direkt zum Buchstein hin. Und das ist die goldene Höhe. Genau, und dann fliege ich eigentlich das Lee vom Buchstein. Ja. Du, wo du die rote Linie eingezeichnet hast, ist ja quasi hinten der Lehbereich direkt vom Buchstein bei Südwest. Also ich meine, das ist ja das, was man auch Gesäuse nennt da hinten. Und was also meine Erfahrung ist, dass es da immer wahnsinnig turbulent ist. Ne? Ja. Also das ist immer, also uns ist unangenehm zu fliegen, finde ich. Ne? Ja. Ist sicher, ist es ein sehr schmales Tal. Und obwohl wir vom Trieben aus, ist es ja überhaupt nicht weit weg jetzt von meinem Heimatflugplatz. Und wir sind uns aber dort den Gefahren bewusst und es wird auch von wenigen, sage ich einmal, durchflogen. Also diese Gesäuse-Linie, die ist schon, an die sollte man sich herantasten, sage ich jetzt einmal. Ja. Besonders im Hang. Also wenn man im Wellensystem das durchfliegen kann, super, ja. Aber im Hang ist es sicher sehr, kann da einiges passieren. Also gut. Von hier wird es aber dann sicher nach Westen hin wieder deutlich entspannter. Hermann, einen Punkt müssen wir noch von der kalten Mauer Richtung Tamisprachturm sollte man Linie einzeichnen. Okay. Die beste tragende Linie ist meistens so ungefähr über den Fluss. Also ich fliege auch nicht gleich direkt, sondern eher so ein bisschen den Kurs und springe dann eigentlich nach Norden mit Rückenwind. Ja. Da hat man meistens eine tragende Linie. Einmal ist es ein bisschen weiter südlich, einmal ein bisschen weiter nördlich, aber das kann man sehr fliegen.
Ja, genau. Eine Frage, weil ich muss, entschuldige, ja, dazu sagen, dass die Richtung von der Kalten Mauer Richtung Damischbachturm meistens deutlich entspannter ist wie umgekehrt. Vor allem, es ist da Richtung Eisenerz doch so oft, wenn man ein bisschen tiefer kommt, ziemlich eine starke Windkomponente drinnen. Und ich habe da schon ein paar nicht so gute Erlebnisse gehabt, um dann dort irgendwo im Bereich der Kalten Mauer wieder hochzukommen, weil ich einfach vom Damischbachturm sehr viel Höhe verloren habe. Okay. Wie sieht denn das mit einer Wellenlinie im Lee von Kalter Mauer und Damischbachturm aus? Also praktisch die westliche Fortsetzung der Hochschwabwelle. Ja, also aus meiner Sicht ist dann besonders im Gesäuse selbst, also dort, wo man jetzt so die Verbindung vom Damischbachturm zum, also ein bisschen südlich von dem grünen Punkt, ist da durchaus mit guten Wellenentwicklung zu rechnen, ja, hier etwa an der Stelle. Die Gesäusewelle schlechthin. Es ist für mich auch immer der schnellste Einstieg. Ja. Wenn ich aus dem Hangwind schnell in die Welle kommen will, dann halte ich mich nirgends auf, sondern ich fliege genau punktgenau da, ein bisschen südlich vom zwischen dem Buchstein, zwischen H und dem grünen Punkt, ist eigentlich da dieser, ja, der Einstieg. Mhm. Und der ist teilweise auch vom Atmen und der Reichenstein ausgelöst. Also es ist, zieht sich doch ein bisschen weiter nach Westen. Mhm. Kommt immer auf die Windrichtung drauf an, aber ja. Ja, es ist eher mitten im Gesäuseeingang, befindet sich ganz unten ein kleiner Felsen. Der ist vielleicht 300 Meter direkt neben dem Fluss, also hoch, und genau über den Steig ist es meistens direkt der Einstiegspunkt. Genau, wie ist es nördlich? Also gibt es da auch sekundäre Wellen? Weil ich bilde mir ein, dass man das manchmal auch sieht, dass die Leute so ungefähr hier einsteigen. Habt ihr da Erfahrungen? Oder? Sie funktionieren, die Wellen, aber die richtig gute Welle ist eigentlich nördlich der Hallermauer. Das ist quasi dann der nächste Berg. Ja, genau, da ein bisschen südlicher sogar. Noch ein bisschen weiter südlich. Ja. Und das ist eigentlich ein sehr, sehr markanter Welleneinstieg, weil die Hallermauern vom Süden her eigentlich keine störenden hohen Gebirge haben. Also der Wind ist dort sehr, also kaum, also kommt ungebremst eigentlich zu den Mauern und fällt im Norden relativ stark ab. Also da sind die Wellen sehr, sehr stark, auch bei nicht so starken Windbedingungen. Also 50 km/h, 60 km/h Wind haben wir teilweise Wellenaufwinde über 8 bis 10 Meter dort. Das ist Klassiker bei uns. Wir kommen aus dem Norden über das Sensengebirge, kommen rein bis zum Hengstpass, fliegen einfach nach Süden vor und dort ist dann der Einstieg. Aber wenn wir jetzt aus der Hangwindroute jetzt weiterfliegen wollen, ist quasi dann der nächste Punkt genau hier. Es ist da beim Admonterhaus. Man kommt, wenn man den Buchstein Gipfelhöhe hat, kommt man dort relativ schön an, vielleicht 100, 200 Meter unter Gipfel, auch mit einem 15 Meter Flieger. Und es ist einfach ein Genuss, da die Hallermauern durchzufliegen. Das ist so ähnlich wie auf der Feitsch. Genau. Edi, vorhin auf deinem Bild war nochmal die Riegerin zu sehen, die du da eingezeichnet hast. Vielleicht kann man die auch nochmal jetzt hier auf dieser Karte einzeichnen, damit man das, war auch eine Frage im Chat. Die Riegerin ist dort, wo der Hochschwab ungefähr das zwischen O und C ist, die Riegerin, ja. Das ist so richtig jetzt hier? Ja, das ist quasi so. Ist es so ein Quer, dieser Quergrat, oder? Ja, so ein bisschen ein Quergrat, der quasi von Süd nach Nord geht. Und ja. Wenn es relativ feucht ist, man sieht dort quasi die schönsten Rotoren. Oder wenn es sehr wenig Rotoren gibt, dort steht meistens dann ein Rotor. Jetzt die Frage nochmal, wenn man jetzt von West nach Ost kommt und in dieser Welle an den Haller Mauern ist, fliegt man von da aus direkt in die Hochschwabwelle? Oder was macht er dann da?
Naja, es gibt eigentlich eine Verbindung, das ist, die, wenn man eine gerade Linie jetzt quasi da ein bisschen südlich von Palfa vorbeifliegt, also es ist eine gute tragende Linie, man kann die Höhe schön halten, man fliegt so mit 150, 160 dahin, hat einen Nullschieber und kommt dann eigentlich relativ problemlos dann in diese Hochschwabwellen. Okay, gut. Ja, genau, so in der Richtung. Aber es sind halt diese neuralgischen Punkte, wo man einfach schnell steigt und dazwischen macht man halt Kilometer, indem man die Höhe hält. Ja, ja, genau. Ja, mir ging es jetzt bloß darum, welche Routenwahl ihr nehmt. Und jetzt war noch eine Frage, also das ist ja auch immer der große Casus Knactus, wo kann ich von unten nach oben gehen? Also das hat man jetzt am Schneeberg hat man gesagt, okay, da ist der Einstieg in eine Welle. Und wenn ich jetzt hier in der Hangroute bin, wo wäre ein Einstieg? Also hier jetzt in Gesäuse, haben wir gesagt, da mache ich nach Süden fliegen. Aber macht es auch Sinn, sich hier mal ins Lee fallen zu lassen? Oder ist das eher... Ja, das ist... Ich weiß, dass es funktioniert und ich kenne die Gegend. Aber es ist sehr, sehr verlockend, die Linien, die man kennt, weiterzufliegen. Das heißt, wenn man schon die Hangwindroute kennt, ob man dann das Risiko eingeht, in das Lee zu springen, dann, wenn man die Welle nicht erwischt, dann hat man meistens eine halbe Stunde oder eine Stunde verloren. Und der ganze ja, also original ist, also ich kann mir null vorstellen, dass ich von den Haller Mauern ins Lee fliege, um eine Welle zu fliegen. Ne? Mhm. Weil vor allem dann habe ich nichts mehr danach. Ne? Also dann, wenn das, ja, wenn das nicht klappt. Also ich würde es dann nur empfehlen, wenn du auf der Nordseite Rotorenbewölkung siehst, dann würde die sogar der Gesäusewelle vorziehen, weil die ist meistens stärker als die Gesäusewelle. Wobei ich dazu sagen muss, dass mir auch schon mal mehr zufällig passiert ist, direkt aus dem Hangwind von den Haller Mauern, also ein bisschen nördlich da jetzt, wo der grüne Punkt ist, von dort aus quasi die Welle schon losgelöst hat. Ja, also wenn man da sich beim Hangwind, wenn es da recht gut geht, ist das schon möglich, dass da schon der Welleneinstieg dann sie nach hinten mal in die Welle kommt. Wir können auch das durchspielen, wenn du jetzt bei den Hallermauern ins Lee springst und du erwischst die Welle nicht, dann hast du im Norden, das ein bisschen weiter links, ja genau, das ist das Sensengebirge, hast du die Möglichkeit, von ganz unten wieder eine Höhe zu machen. Also der Wind drückt sehr, sehr stark bei Süd bis zum Boden durch. Das heißt, du kommst dort also ein paar hundert Meter wieder weg. Das ist das Sensengebirge, da gibt es vorne einen Sender, der heißt Kleiner Bergsender und dahinter ist der Hohe Nock. Und mit dieser Höhe, mit diesen 2000 Meter, was du dort im Hangwind erreichst, kannst du wieder Richtung Osten, Richtung Einstieg von den Hallermauern fliegen. Das ist da praktisch beim Hengspass. Das ist da, wo dieser gelbe die Welle an dem östlichen Ende sieht man ein bisschen südlich davon, also einen ganz kleinen, also einen niedrigen Felsen, der heißt Mandelwand, glaube ich, die Mandelwände. Dort kommt man auch aus 1500, 1600 Meter weg. Das heißt, 2000 Meter am Sensengebirge, fliegt da rein und man kann, wenn es wieder nicht funktioniert, wieder zurückfliegen zum Sensengebirge. Also dieses Spiel kann man den ganzen Tag machen, bis dass man quasi die Welle wieder erwischt oder man landet dann im Micheldorf. Das ist auch eine Möglichkeit. Und dann kriegt man ein Bier von dir, genau. Ja, oh, auf zwei, wieder haben wir es. Ich habe jetzt den Hang der Haller Mauer noch gar nicht eingezeichnet. Was empfiehlt ihr da? Westlichen Teil, östlichen Teil oder geht es überall? Oder? Also drinnen funktioniert am besten. Ja. Bei den Haller Mauern ist, glaube ich, wirklich so, es hat der Markus und Elia beide gesagt, die sind wirklich sehr gut im Süd. Das hat wahrscheinlich auch damit zu tun, dass eben da der Bürenpass und diese ganze, da das Gelände relativ niedrig ist und es ist grundsätzlich der Wind meistens in diesem Bereich von der Geschwindigkeit her eher ein bisschen stärker und die Haller Mauern stehen da schön im Hangwind und die gehen wirklich oft sehr, sehr gut. Über die ganze Länge. Es ist sogar so, wenn du vom Bosog, also vom West nach Ost fliegst ungefähr Bosog-Gipfelhöhe, vielleicht 100, 200 Meter drüber, dann kommst du am Pyrgas, das ist quasi der westlichste Gipfel von den Hallermauern, so 300 Meter drunter an. Also keine Zeit verlieren, dort irgendwie Hang achten, sondern einfach weiterfliegen. In der Mitte geht es am besten. Also du bist spätestens dann am Ende von den Hallermauern, bist du 200, 300 Meter drüber über den ganzen Relief. Okay.
Okay, ich denke, bevor wir dann jetzt am Toten Gebirge weitermachen, was jetzt hier als nächstes kommt, sollten wir aber die südliche Hangroute auch nochmal beschreiben. So ist es, genau. Unbedingt. Genau, dann machen wir das Tote Gebirge noch machen, weil da treffen sich die beiden Routen ja. Ja, genau. Das Tote Gebirge ist weiter im Westen. Im Westen, ja, genau. Also die Routen treffen sich eigentlich an den Weißenbacher Wänden vorne schon, ne? Ja. Die beiden. Aber machen wir zuerst einmal Schlesing-Baltental. Also die Route, ja. Die ist ja auch sehr, sehr gut. Ist übrigens auch von mir am 11. Mai geflogen worden, weil ich ja versucht habe, im Süden eine Welle zu erwischen und das habe ich nicht gefunden. Und so ist mir eigentlich nur der Weg quasi über das Schlesing-Baltental geblieben und der hat auch sehr gut funktioniert. Also. Ja, ich glaube, man kann da so eine goldene Linie fast vom Dürnschöberl weg. Das ist bei Liezen der erste Berg, ja, durch zu Richtung, ja, da nach Osten jetzt. Und zum Kalbling, Sparerfeld, Reichenstein, dann ein bisschen nach Süden vor, richtig. Und nach Osten durchgehend, dieser Gebirgszug geht da meistens wunderbar im Hang. Genau, also kann ich dann auch hier so weiter? Ja, und jetzt etwas nach Norden. Genau. Ja. Mhm. Also da muss ich jetzt ein bisschen einen Einspruch machen. Also mir ist es bei dieser Route schon sehr oft passiert, von West nach Ost, dass ich in Trieben gelandet bin. Warum ist das so? Vielleicht kannst du das noch ein bisschen erklären, Hermann. Diese Spezifika, warum wir eigentlich im Hangwind lieber hinten fliegen und nicht so sehr in der goldenen Linie, die jetzt da vorne weiter südlich eingezeichnet worden ist. Ja, natürlich, wie der Markus sagt, man kann es jetzt auf dieser Karte vielleicht nicht so gut sagen, aber es ist natürlich wichtig, diese Dynamik, die jetzt im Hang entsteht, entsprechend zu nutzen. Also sprich, dass ich ja mit Fortwechsel und schaue, dass ich im Hangniveau im oberen Drittel bleibe und vielleicht über Grad knapp drüber komme und immer vorausschauend, was kommt jetzt für Gelände? Wird das Gelände höher? Wird es tiefer? Und davon abhängig natürlich mache ich das, ob ich jetzt noch einen Achter einlege oder ob ich eben weiterfliegen kann. Markus hat natürlich völlig recht, diese gesamte Linie ist nicht jetzt so zu sehen wie zum Beispiel die Haller Mauern oder wie die Veitsch, aber sie ist oft so, besonders wenn der Wind schön aus südlicher Richtung kommt, dass man doch mit einigermaßen Geschwindigkeit und mit gleichbleibender Höhe fliegen kann und dadurch ist man relativ schnell. Natürlich, wenn der Wind schwach ist, Und man hat die Linie nicht gut erwischt, man ist zu weit südlich, vielleicht hat irgendwo ein Achter nicht gemacht, dann kann das kritisch werden. Als Hotspot von dem Ganzen sind natürlich die Punkte, wo wir jetzt sind, nördlich von Trieben, genau, also beim Kalbling Reichenstein. Dort ist es aus meiner Sicht am grünsten, ja. Das ist aber hier der hintere oder nicht der triebenseitige vordere. Genau, der vordere ist deutlich niedriger, der ist nur ungefähr 1700 Meter und hinten sind wir so 2-1 ungefähr. Atmund der Reichenstein ist das, oder? Genau, der rechte ist der Atmund der Reichenstein und links der Kalbling. Also im, genau. Ja. Und dann wird es wieder ein bisschen schwächer, was diese Hangwind-Sachen betrifft. Richtung besser wird es dann wieder beim Leobner, das ist da irgendwo unter dem O von Jonsbach. Also hier ist Leobner, die Linie zwischen Leobner und die ist meistens wieder sehr gut. Und dann der Zeiritzkampel, das ist etwas weiter östlich. Da ist er, würde ich einen zweiten nehmen, ja. Einen zweiten grünen Punkt. Nein, nicht so weit. Hier, ja, etwa. Ja. Da sind wir da, das ist Zeiritzkampel, ist im Hangwind, wenn die Windgeschwindigkeit halbwegs passt, sehr gut. Dann wird es wieder ein bisschen schwieriger und es kommt erst das Wildfeld, das ist jetzt von Karlwang, von dem G von Karlwang, so ein bisschen rechts oben. Da jetzt, ja.
Und von hier weg bis zum jetzt Eisenerzer Reichenstein, das ist jetzt der Osten, der letzte da, ja, wo vor dem Rehbichl, da ist es normalerweise wieder relativ gut im Hangwind. Allerdings muss man sagen, es ist dort das Gelände nicht so gleichmäßig, es ist ein bisschen zerklüftet und man kann da auch schön in Lee-Sachen reinkommen, also ist schon ein bisschen zum Aufpassen. Ja. Das Lee vom Gesick ist quasi dort störend. Genau, das, ja, das merkt man da meistens. Weil der sehr Gesick turbulent am Hang. Ja. Richtig. Ja. Das Böseck an sich ist das in Gösseck mit G. Wolf. Ah. Ja. Ah ja. Und schreibt man das mit scharfem S oder mit Doppel-S? Oder, ich glaube Doppel. Mit Doppel. Gösseck, genau. Kommt das auch in irgendwelchen Routen vor oder stört es nur? Also klinken da zum Beispiel die Timmersdorfer aus oder wie sieht das aus? Im Föhn kenne ich nicht so wirklich gute, also sind mir nicht bekannt. Korrigiert es mich. Ich wüsste da nichts. Okay. Also das Gösseck mag ich weder bei Wind noch bei Thermik. Ich wollte gerade sagen, das steht ja bei Thermik ablos im Weg rum. Ne? Das ist gerade wurscht, das ist vollkommen unnötig. Es gibt was bei Nordwestwind, ist es schon ganz brauchbar. Aber in Wetter. Ich hätte noch eine Frage zu der südlichen Linie, zu den Wetterlagen. Ich habe die südliche Linie bisher eigentlich immer nur aus Angst geflogen, wenn ich mich vom Hochschwab nicht über dieses Hochplateau Richtung Kalte Mauer getraut habe. Und bin dann eben immer über die Messnerin, über den Eisenerzer Reichenstein und so weiter ausgewichen. Und ich hatte den Eindruck, dass das immer dann ganz erfolgreich war, wenn es eine eher labile Wetterlage war. Jetzt ist es natürlich so, wenn wir unter Wössner da zu euch in den Osten kommen, dann ist es eh so, dass wir ein bisschen aus dem Windfeld rausfliegen und eher in die noch labilere Luftmasse fliegen. Mhm. Und wir kommen dazu in der Tageszeit an, wo die meiste Sonneneinstrahlung ist, wo es also von unten her durch Sonneneinstrahlung auch labilisiert wird. Das heißt jetzt ausdrücklich nicht, dass ich da thermisch geflogen wäre, also schon im Hang, aber mein Eindruck war halt, dass diese südliche Linie bei den eher labileren Lagen ganz okay war. Während bei den eher stabileren Lagen habe ich mich da noch nie hingetraut. Würde das vielleicht die unterschiedliche Wahrnehmung von Markus und Hermann erklären? Vielleicht kann ich noch eins dazu beitragen. Ich meine, ist durchaus so, ich habe bei wirklich viel Feuchte und Süd, wo sogar die Hänge, die Gipfel eingehüllt waren und mir gar nicht vorstellen können, dass da der Hangwind noch funktioniert. Ein Flug, an dem ich mich gut erinnern kann, aber sehr wohl sehr gute Hangwind noch vorgefunden. Mhm. Und man hat da recht gut durchziehen können. Aber natürlich, es gibt ja da auch noch eine andere Linie, die man da sicher auch besprechen sollte. Und zwar vom Admonter Reichenstein weg, also dort, wo wir Richtung Hochdamast. Ja, genau. Und zwar kann man eigentlich da auch gerade weiterfliegen Richtung Ötzstein. Ich muss aber dazu sagen, genau, diese Linie. Man ist da jetzt aber im, ja, da würde ich den Punkt, den grünen Punkt ein bisschen kleiner machen. Das ist meistens nicht so gut, der Hangaufwind, weil das dort ein wenig zerklüftet ist, aber es gibt Hangaufwind dort. Zum dazu sagen ist, Jonsbach, die Wiese ist auch sehr kritisch und man ist dann im Gesäuse drinnen gefangen sozusagen, also wenn man dort tief wird, sehr unangenehm. Hat aber dann die Möglichkeit, Richtung Kalte Mauer, Richtung dem Eisenerzer Becken weiterzufliegen. Fliegst du dann zum Kaiserschild dann? Das genau. Ist ja quasi der ja. Mittlere, der was da drin steht. Es gibt beides. Also ich habe den von im Süden schon umflogen. Der Hangwind selbst geht dort nicht so unbedingt gut. Aber ich habe meistens kein Problem gehabt, in Richtung Kalte Mauer dort wieder schönen Anschluss zu finden. Also ich würde da so etwa, ja. Und man hat dann relativ eine gute Möglichkeit, den Hochschwab vernünftig anzufliegen, wenn es funktioniert. Also aus meiner Sicht ist es so, dass ich diese Linie, was wir jetzt da zum Schluss sagen, als Hangerfluglinie auch sehr gern verwende in den letzten Saisonen.
Es ist auch zwischen den zwei grünen Linien, die im Süden sind, ist es teilweise sogar so, dass mitten in diesem Jonsbachtal Wellen stehen. Ja. Ja. Auch hier stehen Wellen. Aber sie sind halt, ich würde mir jetzt da nicht sonderlich viel einzeichnen trauen, weil ja, ist ja so reproduzierbar, habe ich da noch nicht so richtig viel entdeckt in diesem Gebiet. Gute tragende Linien ergeben sich quasi. Ja. Also ich möchte noch ein bisschen meine persönlichen Erfahrungen. Eins, gut. Eine Welle müsste man schon noch einzeichnen. Und zwar von bei Eisenerz, also dieser gelbe Punkt, was da in der Mitte drinnen ist, ist ja Eisenerz. Und da habe ich schon häufig Wellen gefunden. Und zwar von Eisenerz nach Nordosten, ein bisschen nach Nordosten noch. So, ja, Präbichl, ja, genau, hier an dieser Stelle. Also markant ist unten die Straße, was zum Präbichl raufgeht. Die geht zuerst nach Nordosten und macht dann eine Kurve nach Süden zum Präbichl hin. Und genau darüber habe ich schon häufig Wellen. Also man kann vom Hang weggehen, ein bisschen vorfliegen und habe da schon einige Mal die Welle gefunden. Und auch im Lee von dem grünen Punkt jetzt, was wir im Süden haben. Also so etwas nach links ein bisschen, ja. Genau. Besonders wenn der Wind ein bisschen Süd-Süd-Ost-Komponenten hat. Also wenn da Ost-Komponenten drinnen sind, habe ich da auch schon ein paar Mal eine Welle gefunden an der Stelle. Okay, ich glaube, was wir jetzt auch noch der Vollständigkeit haben tun müssen, ist die Messnerin einzuzeichnen. Yep. Wie schätzt ihr da den Hang ein? Die Linie sollte man nach Richtung Hochschwab vollenden. Ja, genau, richtig. Das ist ja dann die Verbindung von dieser südlichen Linie zum Hochschwab, ne? Oder umgekehrt, wenn man vom Hochschwab die südliche Linie fliegt. Ne? Genau, aber von der Messnerin aus bohrt man sich denn dann wirklich sozusagen zum Hochschwab-Gipfel rein? Oder kommt, wie hoch kommt man da an? Wie ist das? Ist es sehr unangenehm, oder? Markus, ich glaube, du musst uns helfen. Ja, also der letzte grüne Kreis, den wir eingezeichnet haben, das ist nicht die Messnerin. Ach so. Das ist der Hochturm. Der geht aber auch im Hang, den kannst du ruhig stehen lassen. Ja, lass mal stehen, okay. Aber weiter, genau das hier ist die Messnerin. Ah ja. Und dann ergibt sich diese Linie, die man da fliegen kann. Man ordnet sich dann, wenn man diese Route fliegt, aber nicht ganz hinten an beim Hochschwab, sondern eher bei der vorgelagerten Linie, die wir hier so golden eingezeichnet haben. Da geht es auch dann sehr zuverlässig wieder mit Hangaufwind. Mhm. Nachdem wir jetzt diese südliche Route auch vervollständigt haben, möchte ich dann noch meine persönlichen Erfahrungen da weitergeben. Jan, du hast recht, wenn du da vom Osten kommst, kannst du von Hochschwab da über Messnerin und Eisnerzer Reichenstein und so weiter bis nach Trieben kommen. Das funktioniert gut, aber die Gegenrichtung ist extrem schwierig. Wenn du jetzt nämlich von Dürnschöberl da die gleiche Route wieder zurückfliegen möchtest, und da bin ich schon dreimal in Trieben gelandet, der Hermann mit seinem offenen Klasseflugzeug kann das machen, ja, aber mit einer LS4 wird man da häufig daran scheitern. Warum ist das Ganze so? Man muss sich jetzt hier dieses Balten-Liesing-Tal ansehen, das jetzt von Liezen quasi übertrieben bis nach Timmersdorf geht. Und da gibt es einen Pass drinnen, das ist der Schoberpass. Und dieser Schoberpass, der ist, ich weiß gar nicht, wie hoch der ist, aber jedenfalls ist das der niedrigste Alpenübergang überhaupt. Und was heißt das, wenn so ein niedriger Alpenübergang ist, da gibt es die größten Drücke, die größten Druckausgleich zwischen Nord- und Südseite. Und das ist genau in diesem Tal. Was heißt dieser Druckausgleich dann? Hier kanalisiert es. Das ist quasi unser Inntal hier im Osten. Das ist genauso zu sehen. Da blast der Wind nicht von Süd, sondern der kommt genauso, wie er jetzt eingezeichnet ist. Und darum ist es für kleine Flugzeuge fast nicht möglich, diese südliche Linie zu fliegen von West nach Ost.
Das Ganze hat mir der Hermann Trimmel erklärt und davon habe ich dann gelernt, eher die nördliche Route zu fliegen. Die ist zwar ziemlich grimmig, rein von der Optik, haben wir jetzt schon ein paar Mal gehört, aber zuverlässiger im Hangwind 100 Mal. Ich glaube, dann machen wir jetzt diese Linie aber dunkelrot anstatt golden, sodass man sieht, dass das eher die schlechtere ist im Vergleich zur nördlichen. Okay. Ja. Und jetzt noch eine Frage zu der mittleren Route. Also wovon macht ihr das abhängig, ob ihr die mittlere oder die nördlichere Route wählt? Gibt es da irgendwelche Anhaltspunkte? Ja, der Hermann, du wirst wahrscheinlich dort starten. Für dich ist es die nächste Linie quasi. Genau, also aus meiner Sicht, also ich bin froh, was der Markus sagt, man, es trifft absolut zu. Es ist so, dass das Baltenliesingtal bei Föhn bekannt, also wir am Platz zum Beispiel haben oft nur die Möglichkeit, dass wir in der Früh starten, in der Hoffnung, dass wir da noch einen Ostwind haben. Und untertags sind dann sehr häufig keine Schlepps mehr möglich, weil einfach die Turbulenzen, die Fallböen, die dann über den Platz durchgehen, so stark sind, dass wir einen Schleppbetrieb einstellen müssen. Meine Erfahrung ist es aber doch so, dass diese starken Turbulenzen eher ein bisschen so in den unteren und mittleren Schichten sind. Und ja, gut, wie ich schon gesagt habe, es gibt Hangflugmöglichkeiten, aber die nördlicheren Linien sind wahrscheinlich zu bevorzugen. Allerdings mit dem Nachteil, dass es dort viel weniger Landemöglichkeiten gibt. Also wenn man jetzt sagt, das Balten-Liesingtal hat einmal zwei Flugplätze und hat auch vernünftige Außenlandewiesen. Das heißt, von der Seite ist man da natürlich wesentlich sicherer unterwegs. Im Gegensatz, wenn da hinten was passiert, dann ist man wirklich in Not, in großer. Und das ist... Aber wenn du sagst, dass euer Flugplatz, dass ihr den Schleppbetrieb einstellen müsst, das würde für doch mich auch heißen, dass es eigentlich dann auch als Außenlandemöglichkeit eher ungeeignet ist, oder? Ja, ist gut, dass du, genau, ist sehr gut, dass du das ansprichst. Und zwar ist da auch wirklich zum Aufpassen. Und ich kann das vielleicht kurz so zusammenfassen. Also grundsätzlich bei starken Föhn, wenn der Föhn bis zum Boden durchgreift, hat der so eine Böendynamik. Und es ist dann wichtig, sich entweder mit dem Betriebsleiter oder eben wie über den Windsock da abzustimmen, dass man ein bisschen diesen Böenrhythmus erkennt. Aber man kann sehr gut im Norden an diesem Hängen, im Norden von Trieben, diese Zeit überbrücken. Also wenn da so starke Böen durchgehen, habe ich dort auch entsprechend einen Hangaufwind und muss nicht geil landen und kann ein bisschen eine ruhigere Phase dann abwarten, aber dann dafür eine beherzte Landung machen. Also Landung sollte eigentlich möglich sein, allerdings unter dieser, ja. Gut, ich würde sagen, dann gehen wir ein bisschen weiter nach Westen, da wo sich die Routen wieder treffen, oder? Vielleicht sollte man noch ein bisschen in Trieben bleiben. Ah, okay. Weil, deinen Einstiegspunkt wollen wir noch wissen. Wenn wir von Trieben aus starten, das glaube ich für viele sehr wesentlich ist, ist im Süden von Trieben, gibt es so ein Tal, das Triebental, das ist jetzt hier in diesem Bereich. Ja. Und genau wo jetzt die Maus steht, ist eigentlich unser häufigster Einstiegspunkt. Genau an dieser Stelle. Ich meine, wir kennen das natürlich sehr gut dort und es ist durchaus so, dass man diesen Hang, was da nördlich ist, also Kreuzkogel, Schwarzkogel heißt dieser Rücken, was jetzt nördlich vom gelben Punkt ist, der ist so 1800, 1900 Meter hoch und wenn man den ein bisschen überhöht, dann kann man durchaus vorfliegen und hat relativ gute Chancen, dass man da schon in das Wellensystem kommt. Also diese Triebentalwelle ist da sicher ist aus meiner Sicht da ziemlich so, man korrigiert es mir, aber so die östlichste Welle, was ich so kenne, die zuverlässig ist, wenn man jetzt vom Hauptkamm her das betrachtet. Weil wenn ich dann das Balten-Liesingtal überfliege, okay, aber
südlich davon, südöstlich davon, sind mir da in keine Wellen mehr so bekannt. Okay. Ich sehe es manchmal in Flugaufzeichnungen, dass dann eben doch in größeren Höhen, also so in 4.000 bis 6.000 Meter, die gesamte Flanke vom Palten-Liesing-Tal im Prinzip nach Südosten eine zumindest tragende Linie wirft. Ja. Habt ihr da Erfahrungen dazu? Ja, natürlich, wenn man da, also Welleneinstiegs, gerade die Triemdal-Welle, die kann sich da wunderschön dann ausbreiten. Und das geht dann weiter, oft noch Nordwesten, also ja, so groß. Ja, Moment. Ich bastel gerade was. Ja. Und zwar, ich würde die jetzt ohne Füllung einzeichnen, damit es klar ist, dass das nicht der Kern der Sache ist. Ja. Und dann vielleicht, ja, irgendwie so, oder? Wenn dann so etwa, ja. Ja. Schon sehen, ja. Genau. Problem ist halt, wenn dort relativ viel Staubbewölkung ist, über einer geschlossenen Wolkendecke da quasi darüber zu fliegen, ist nicht so prickelnd. Es würde funktionieren, aber ja, man hat keine Bodensicht mehr. Aber für uns ist halt die Triebentalwelle immer der Ausgangspunkt, um eben dann Richtung Westen oder auch Richtung Osten abzufliegen. Und die geht oft sehr hoch. Und da kann man schon Richtung diese bekannten Sachen, was wir jetzt besprochen haben, im Osten, im Nordosten, dann da weiterfliegen. Okay. Gut, dann treffen wir uns jetzt also wieder, Gesäuseroute oder Triebenroute hier zwischen Lietzen und Aigen. Die Weißenbacher Wende. Genau. Ich würde einfach mal den Hang anfangen einzuzeichnen. Wie heißen die? Ich bin mir da gar nicht sicher. Reißenbacher Wende? Weißenbacher Wende, ja. Weißenbacher Wende. Genau, das wusste ich auch gar nicht, wie die heißen. Ich habe einfach zu dem ganzen Ding immer totes Gebirge gesagt, aber das ist wohl eher weiter hier eigentlich, gell? Okay. Ja, genau. Okay. In den Weißenbacher Wänden gibt es ja auch zwei Stufen. Da gibt es die vordere Stufe und dann so ein Plateau und obendrauf dann nochmal eine Stufe. Aber also ich fliege immer den vorderen. Wie seht ihr das? So ist es. Im Grunde genommen die weiter im Norden liegende Linie direkt über das Waschenegg, die ist eher so tangential angeblasen. Und da gibt es immer Quergrate, wo du eigentlich wieder sehr starkes Lee hast. Also wir fliegen eigentlich prinzipiell, obwohl es eigentlich unsere Heimat ist, eigentlich vorne an den Weißenbacher Wänden. Ja. Genau. Bestätigen. Ich habe es zwar ein paar Mal schon versucht, aber es ist nicht wirklich so, dass ja, ich würde es ein zweites Mal fliegen. Ja, ja, deswegen spreche ich es an, weil es verlockt mich immer, aber ich habe es auch noch nie gemacht und es ist ja wohl auch nicht besonders sinnvoll, das zu machen. Genau. Benni, wollen wir den nördlichen Bereich auch gleich mitmachen? Gerne, doch, ich würde schon sagen, ja. Okay. Dann ist ja direkt da, wo jetzt dieses B von den Weißenbacher Wänden steht, ist ja quasi der nächste Welleneinstieg. Das ist nördlich vom Waschenegg, im Klenkersee heißt es dort. Klenkersee, also ist darunter so, also ein kleiner See, das ist der beste Einstieg. Und das zieht sich eigentlich durch bis fast bis nach Hinterstoder rein. Genau. Und im weiter im Norden, also totes Gebirge, ist der Einstieg beim Almsee. Also das gesamte Gebirge produziert eine Welle, aber der beste Einstieg ist direkt beim Almsee. Da habe ich jetzt hier noch eine Frage. Micheldorf ist jetzt leider gerade abgeschnitten. Das kommt ja dann hier ja, im ganz genau. Norden. Gell? Ist leider nicht mehr drauf. Da ist bei uns der Ausklingpunkt am westlichen Ende vom Sensengebirge. Im Sensengebirge, gell? Genau. Das ist hier, genau. Ja, du bist ja an dem großen Tag am 11.05. von Niederöblern ausgestartet. Warum nicht von Micheldorf aus? Bei diesen starken Föhnwindtagen drückt der Wind bei uns durch und wir können quasi bei Süd nur mit Rückenwind starten. Und meistens haben wir, ja, weil wir im, im,
im Herbst ja auch immer wieder Nebeltage haben, haben wir sehr starke Nebeltage in den Niederöblern. Löst sich diese Nebeldecke ja wesentlich früher auf. Und da kann es passieren, dass wir vielleicht ein, zwei starten können und der nächste kann dann nicht mehr starten, weil einfach Südwind quasi das Ganze verhindert. Und da satteln wir die Hühner und fahren halt dann quasi nach Niederöbland. Da fahren wir halt um 4 Uhr in der Früh weg, bauen um 5 Uhr die Flugzeuge auf, dass wir zwischen 6 oder 7 Uhr startbereit sind. Ja, ist ein bisschen Aufwand, den wir betreiben, aber wir können dann relativ sicher in Niederöbland starten. Ja, das wäre gut. Dann ja, würde ich sagen, gehen wir einfach mal weiter nach Westen, Weißenbacher Wende, dann kommt ja der Grimming als nächstes. Die eine Welle in Hinterstoder hat sich irgendwie... Oh, habe ich die jetzt kaputt gemacht? Tatsächlich. Oh. Ja, nein. Stopp. Ja, ich repariere das kurz. Genau, die wollte ich eigentlich klären. Zahlen mit Benny Bachmeier. Ja, genau. Da. Aber es sind keine Zahlen da, das ist das Problem. Ja, richtig, das fehlt alles, genau. Was ich eigentlich machen wollte, ich wollte eigentlich nur den Grimming und dann auch den Dachstein als nächstes erstmal markieren. Dann könnt ihr da auch was dazu sagen. Genau, also fangen wir mit dem Grimming an. Jetzt habe ich schon wieder falsch erwischt. Fangen wir mit dem Grimming an. Hier. Ich habe den im Hang, ehrlich gesagt, nicht immer von seiner besten Seite erlebt. So ist es. Ich glaube, also er ist dadurch, dass er so freistehend ist, nicht ganz ohne. Und es ist eigentlich genau an dieser Stelle, vielleicht sogar noch ein bisschen weiter nach Westen, wo er schon wieder niedriger wird. Und da genau hier sind aber die besten Hangaufwinde bei Süde. Ja. Und genau. Man muss besonders aufpassen, wenn man von Osten herkommt, dass man dort nicht zu tief ist. Ja. Da kann man mit Fallen rechnen. Allerdings lohnt es sich dann doch meistens einfach weiter zu fliegen, weil man an dieser grünen Stelle, wo man jetzt einzeichnet hat, durchaus Chancen hat, dass man noch bei tief wegkommt. Das ist ja die Verbindung. Das Problem ist ja meiner Meinung nach, dadurch, dass der ja so Südwest-Nordost ausgerichtet ist und wir eben oft da so einen leichten Westeinfluss haben, dass du, wenn du von Osten kommst, halt da der umströmt wird und man hat da wirklich durch diese Umströmung fliegen muss, und da sollte man halt meiner Meinung nach möglichst weit weg vom Hang bleiben, bis man eben vorne um die Ecke rum ist. Ne? Genau. Das ist auch die Verbindung von den Weißenbacher Winden, da zieht es ja quasi Richtung Westen, so grad Richtung Hechelstein. Es ist verlockend, man könnte rein theoretisch dort, wenn man tief ist, weiterfliegen, dann hast du aber das Problem, dass du am Ende quasi dann sehr stark durch das Lee durchfliegen musst vom Grimming. Meine Erfahrung ist eher so gewesen, dass ich von den Weißenbacher Wänden direkt an der eigenen Zone entlang geflogen bin. Das heißt eher diese Linie. Ja. Und da verlierst du am wenigsten Höhe. Das ist entspannter. Ja, genau so. Also das ist auch original meine Route, die ich auch wähle. Das sind so kleine Vorhügel noch und die passen eigentlich ganz gut. Ja, genau. Man sagt zwar, wenn man hoch genug über niedrigen Hügeln fliegt, dann hat man bei Föhn immer wieder Fallen. Aber dort ist es eher so, dass wahrscheinlich die Schwingung aus dem Ennstal da sich ein bisschen hochschaukelt. Genau. Dann Dachstein, Hang, ganz allgemein. Also ich finde es auch durchwachsen. Ja, speziell in der Früh, wenn man sehr bald startet in Niederöbern. Ja. Sind schon sehr viele am Dachstein gescheitert. Also wenn man dort so tief in die Dachstein-Südwand reinfliegt, gibt es meistens dann eine Landung wieder in Niederöblern. Ja. Genau. Und beim Dachstein eben nicht zu unterschätzen ist vor allem auch eben das Seil. Wer das nicht kennt, der fliegt wahrscheinlich rein, weil das so hoch über Grund ist. Ne? Das ist genau hier, wo jetzt die Maus bei mir ist. Ja. Ja. Es gibt quasi, wenn du jetzt vom Grimming
Gehen wir mal die Route durch. Vom Grimming kommt quasi dann der Kampfspitz, Kampfspitz, Stoderzinken und dann gibt es noch vorne den Hechelstein. Und man, ja, der Grimming geht gut im Hangwind, der Kampfspitz auch meistens. Der Stoderzinken hat leider nicht ganz so gute Hangwindmöglichkeiten. Und man muss dann schauen, dass man immer irgendwie versucht, so weit wie möglich die Grate oben zu erreichen. Also zu tief weiter zu fliegen, ist eigentlich fast immer ein Problem. Also ich weiß nicht, wie es du siehst, Hermann, aber... Absolut, absolut, kann ich nur bestätigen. Also wirklich am Grimming an dieser Westseite möglichst die Höhe mitnehmen, der Kampfspitz, weil diese Linie vom Grimming bis zum Kampfspitz ist meistens nicht so prickelnd. Der Kampfspitz selbst nach Südwesten wieder sehr gut, das haben wir da einzeichnet. Und dann der Stoderzinken, also der dann quasi jetzt auf der Karte der nächste nördlich von Eich. Also dieser Stoderzinken schon meistens oft schon ein bisschen schwierig. Und trotzdem ist es an der Stelle, wenn man nicht allzu hoch ist, wichtig, mit der Höhe Haus zu halten. Und vor allem dann, wenn es Richtung Dachstein, Richtung Scheichenspitze weitergeht, das ist etwa, ja, in diesem Bereich, wo du jetzt die Maus hast, da sollte man eine vernünftige Höhe haben. Mhm. Damit, um in die Dachstein-Südwand weiter zu fliegen. Also ich würde da eher so Höhe, also unter 2,4, 2,5 würde ich auf keinen Fall reinfliegen. Es hat sich auch dann gezeigt, also bis zu 100 Meter zu tief trägt die Dachstein-Südwand nicht. Und 100 Meter höher schaut die Welt ganz anders aus. Genau, ich mache jetzt hier mal zwei Linien, die Tiefe in Rot und die obere in Golden. Ja. Genau, dass man sieht. Gut, Lieber ein bisschen Zeit nehmen, ein paar Hangachten mehr und oben den Grat erreichen, dann hast du wirklich kein Problem. Genau. Was man da sagen muss, der Dachstein, das Gelände steigt auch wahnsinnig an. Hier die Scheichenspitze und so, die sind ja nicht so hoch, vielleicht 2000 oder 2,2. Ja. Und dann der Dachstein an sich ist 2,8 oder 2,9 sogar hoch. Gell? Also da steigt das Gelände wahnsinnig stark an. Diese orange oder gelbe Linie würde ich so ab 2,6, wenn du dort die Grathöhe ungefähr hast, von dort weg ist es kein Problem, dann kann man quasi direkt zu der Bergstation fliegen in einer Linie. Und da sieht man dann auch recht schön das Seil von oben natürlich. Genau. Der richtige Hangwindbereich ist ja eigentlich nördlich von der Bergstation, direkt in der Dachstein-Südwand. Jetzt hatten wir ja vorhin das Problem in Trieben, dass da irgendwann mal man nicht mehr fliegen kann. Gibt es sowas in Niederöblern auch? Gibt es da auch Probleme, dass da irgendein Rotor durchschlägt oder irgendwas? Oder ist es da easy? Habe ich eigentlich noch nie erlebt. Bei Süd nicht, bei Nordwest ist da das große Thema. Genau. Na gut, okay. Nee, aber jetzt aber auch beim Süd ist es jetzt egal, ob da jetzt Südost-, Südwest-Komponente ist. Also Niederöblern ist safe. Es ist auch am Abend, wenn man in Niederöblern landet, ist meistens ein Ostwind unten. Also, um jetzt das Dachsteinmassiv noch fertig zu machen, würde ich gerne noch die Bischofsmütze einzeichnen, deren Fan ich geworden bin über die letzten Jahre, weil das gerade, wenn man von Westen her kommt, eben eine ganz gute Tankstelle ist, um genügend Höhe aufzubauen, um dann eben zum Dachstein in Grathöhe oder ein bisschen drunter nur zu kommen. Ja. Und das jetzt hier. Wobei ich da auch erlebt habe, dass das Saufen zwischen Bischofsmütze und Dachstein teilweise wirklich extrem ist. Ja, der Wind umströmt quasi den Dachstein. Und du hast eigentlich, wenn du jetzt vom Norden kommst, eigentlich ziemlich starken Gegenwind. Und der Rötelstein produziert dort genauso extremes Lee. Genau. Du kannst zwar Höhe machen da hinten, aber es wird dann sehr spannend, auf die Dachstein-Südwand zu kommen. Ne? Benny, in welcher Höhe fädelst du dich da ein bei der Bischofsmütze? Ja, so hoch, wie ich muss. Also ich komme halt meistens vom Tennengebirge oder so her, aus dem Westen. Und dann, wenn ich Glück habe, bin ich in 2,2, 2,3. Wenn ich Pech habe, bin ich in 1700. Alles schon erlebt. Aber ich habe die Bischofsmütze dann immer als ziemlich zuverlässig hier auf der
auf der Südostseite eigentlich kennengelernt, ja, weil da eben hier diese Umströmung, die wir gerade besprochen haben, stattfindet, wo der Wind sich eben teilt in eine Ostkomponente und eine Westkomponente. Kann ich bestätigen, bei meinen ersten Tausender 1993 war das ja einer der wenigen Auffangpunkte. Da bin ich am Gerzkopf, das ist ein bisschen weiter westlich, dieser Gebirgsgrat, der sich von diesem grünen Punkt zieht, in Grathöhe da reingeflogen. Und dort, wo die Geröllhalden anfangen, kommst du quasi weg. Genau, und ich habe früher immer die Bischofsmütze einfach einmal durchgeflogen, einmal hochgezogen und dann weitergeflogen zum Dachstein und bin dann in 2.2 an der Dachsteinwand angekommen. Und inzwischen mache ich halt immer auf mindestens 2.8 an der Bischofsmütze und fliege dann erst weiter. Und das hat sich deutlich besser bewährt. 2.2 ist sehr niedrig, also wenn du vom Westen kommst. Ja. Dachstein Südwand. Ja. Genau. Wie ist es denn, wenn ich in die Welle möchte, von hier aus, im Bereich Niederöblan, Dachstein? Ja, ich glaube, teilweise direkt vom Grimming ein Stück nach Süden ist oft ein leichter Welleneinstieg, kein starker, also man kann dort leicht Höhe machen. Und vorne Beschlabming. Also dazwischen habe ich nicht so wirklich gute Erfahrungen gemacht. Wie siehst du das? Ja, also wenn, wie gesagt, wenn man im Dachstein in das obere Niveau kommt, was natürlich der wichtigste Punkt ist, dann habe ich schon gute Erfahrungen gemacht, dass ich dann vom Gipfel Dachstein so nach Südwesten ein bisschen weiter geflogen bin und hinterm Rossbrand, im Lee vom Rossbrand da Wellensteigen gefunden habe. Ja, so. Also ich habe am Dachstein auch schon mehrfach so einen direkten Übergang aus dem Hangwind an der Dachstein-Südwand selbst mit ganz geringfügigem Vorfliegen in die Welle gehabt. Also ja, ich auch. Also das ist schon teilweise so, glaube ich. Ja. Ja, kann ich bestätigen. Also da Dachstein vom Hang vor die Wolke und rein in die Welle. Hier geht es ja nicht wirklich hoch, also 3, 5, 4.000. Also der richtig gute Welleneinstieg am Dachstein ist eigentlich direkt am Hallstätter See, aber das ist ja eine andere Route. Ja, ich zeichne es mal ein, weil das der Komplettheit halber. Dort fällt der Felsen ganz steil nach unten. Und ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass eigentlich oft die besten Steigwerte direkt übersehen sind. Ich weiß nicht, was habt ihr für Erfahrungen gemacht? Das ist immer wieder, also Klenkerseewelle, Almseewelle, dann hier der Hallstätter See. Ja. Ja, das könnte ja irgendwie mit der Geländeform zu tun haben, ne? Also dass sich, also die starken Wellen sind ja sicherlich dort, wo die steilen Lehhänge sind. Und solche Täler, die so tief eingeschnitten sind, die haben vielleicht dann auch eher die Chance, einen See zu bilden. Ja. Vielleicht hängt das über so einen Umweg damit zusammen. Also Seen sind Markierungen für scharf eingeschnittene Täler sozusagen. Das ist genau dort in dem Bereich der Fall. Ja. Ja. Genau, sprechen wir vielleicht jetzt über die niederen Tauern als nächstes, hätte ich vorgeschlagen, wellentechnisch noch, also den Hauptkamm. Das ist zwar nicht so strukturiert, aber vielleicht finden wir ein paar Spots, auf die wir uns einigen können. Also Dachstein Südwestecke, Scheichenspitze, einfach vorfliegen, über Haus darüber. Genau, Haus, da haben wir neulich drüber gesprochen mit Philipp Stahl, gell? Mhm. Genau, das war ungefähr hier, ne? Jetzt habe ich wieder den angekillt, ja. So, Oder über, ja, ist das Haus. Ja. Genau. Also Haus, das ist hier im Tal und südlich von Haus. Das hat der Philipp eben neulich in der Diskussion angepriesen und ich habe dann mal meine eigenen Flüge analysiert und habe festgestellt, dass ich immer dort gestiegen bin, wenn ich in der Gegend war. Ja. Das kann ich bestätigen. Das ist die Welle bei der Hochwildstelle, die habe ich auch schon häufig angetroffen. Ja. Man macht sogar die Hochwildstelle, also einen Gegenhang, da kann man quasi auch Hangsegeln. Genau, ja. Also das ist gar nicht so schlecht. Vielleicht macht man sogar, teile keinen Hang ein, aber man Position weiß. Position passt gut. Genau. Und dann, ja,
Ich würde jetzt wieder wie im Python-Leasing-Teil vielleicht so einen nicht gefüllten langen Balken machen. Der so ein bisschen so liegt. Ja, also ich bin an den Stellen oft einfach relativ ohne Höhenverlust geflogen, aber so richtig gestiegen bin ich fast immer nur bei Haus. Und ich kann auch nicht genau bestätigen, wie weit sich das nach Osten und Westen erstreckt. Das habe ich nie so richtig erfliegen können. Mein Eindruck ist, dass dieser nicht gefüllte Balken sehr, also die Lage dieses nicht gefüllten Balken sehr, sehr stark in Nord-Süd-Richtung variieren kann. Also die kann so sein, wie du sie jetzt eingezeichnet hast, relativ im Lee des Hauptkammes der niederen Tauern. Die kann aber meiner Erfahrung nach auch durchaus auf den Nasen sein. Also dort, wo die einzelnen Tauernrippen ins Enztal abfallen. Genau. Und interessant ist ja, diese Wellen, die wir am Dachstein eingezeichnet haben, das, und jetzt habe ich schon wieder die beim Grimmeln gekillt, vorhin aus Versehen, das sind ja eigentlich die sekundären Effekte davon. Und ich glaube, dass auch von der Lage dieser primären Welle natürlich abhängt, wie gut der Dachstein angeht, auch wo am Dachstein die Welleneinstiege am Ende sind, weil sich das alles miteinander verschiebt. Das ist eigentlich einer der wenigen Stellen in den Alpen, wo wir wirklich sagen können, wir haben eine primäre Welle und danach auch eine sekundäre Welle oder zumindest lokale Effekte, die von einer sekundären Schwingung beeinflusst sind. Und erst dann kommt wieder eben als Dachstein dann der neue Anreger, der dann wieder eine primäre Welle eben bei sich wirft. Es ist natürlich, wenn du jetzt im Hangwinter herfliegst und kommst zum Dachstein, dann dich zu entscheiden, jetzt fliege ich nach Süden und suche jetzt die Welle. Wenn du die jetzt nicht gefunden hast, hast du das ungefähr eine halbe Stunde abgelegt. Also das geht ruckzuck und du bist wieder am Dachstein und fängst wieder von unten an. Also ich habe das mehrmals versucht, wobei meine Kollegen im Hangwind weitergeflogen sind und dann habe ich 50, 60 Kilometer hinten nur diese eine versucht. Das ist ja eher verlockend, dass man dann im Hangwind weiterfliegt. Ja. Was auch dazu kommt, ist ja an Tagen, wo relativ hohe Westwindkomponente ist, bist du von Ost nach Westen in der Welle wahrscheinlich nicht sehr schnell. Auch wenn du in 5.000, 6.000 Meter fliegst. Also du hast irre Gegenwindkomponente. Und da zeigt sich manchmal wirklich, wenn die was im Hang unten geflogen sind, wesentlich schneller. Und ja, vielleicht nicht ganz problemlos, aber doch schneller unterwegs sind. Im Bereich der Sölk-Täler, also der Sölk-Post ist ja da einzeichnet und nördlich davon sind ja etwa an diesen Stellen ist durchaus auch Wellen anzutreffen und auch in dem Donnersbachtal. Donnersbachtal kenne ich jetzt so nicht, ist das das hier? Das ist so. Oder noch eins weiter. Ja, nein, das passt schon da. Ja. Passt schon da, ja. Also das würde ich so einmal stehen lassen. Also in diesem Bereich haben wir durchaus auch Wellenmöglichkeiten. Vielleicht noch ganz kurz, weil wir da wieder zurückkommen. Ich habe noch eine Welle noch nicht erwähnt, und zwar, das ist über den Geishorner See. Die müssen wir unbedingt einzeichnen. Das ist sicher auch, wenn man in Trieben niedrig ist. Und zwar, das ist direkt dort, wo das A von dem Balten-Leasingtal steht. Ja? Ja. Der Geishorner See, wieder ein See, sind wir wieder dort. Ja. Sehr markant, diese Welle ist ein bisschen vielleicht nach Norden. Ja, so, passt gut. Und auch westlich davon, bei Rottenmann, St. Lorenzen, Rottenmann, sind auch Wellen anzutreffen. Korreliert ein bisschen natürlich jetzt mit dieser eh schon eingezeichneten gelben Linie, also mit diesem gelben Kreis, der jetzt nicht, aber so, ja. Ja, genau. Ja, das sind wahrscheinlich alles Variationen von dieser Primärwelle am Palten-Leasing-Tal ab. Genau. Ja, genau. Ja. Okay. Gut. Die von wellentechnisch, die niederen Tauern, muss ich vielleicht sagen, obwohl, also die sind sicher nicht jetzt so eindeutig, wahrscheinlich aufgrund des breiten Geländes und so. Also die bilden sich da nicht so massiv aus, wie es eben um die hohen, markanten Berge ist, aus meiner Sicht. Ich weiß nicht, Markus, wie du das siehst. Ich bewundere immer, ich habe den Flug extrem bewundert, wo du von Wiener Neustadt
durchgehend praktisch fast bis Innsbruck in diesem Wellensystem blieben bist an diesem Tag? Ja, ehrlich gesagt, das war Glück. Also mir ist es sehr selten gelungen, ich glaube überhaupt nur dreimal in meinem Leben, dass ich da in den niederen Toren im Wellenniveau geflogen bin. Auch der Anschluss dann in die hohen Toren ist für mich persönlich sehr, sehr schwierig. Okay. Du hast ja dann den Schwenk sogar nach Norden gemacht. Du bist ja nicht dann in den Tauern weitergeflogen, Richtung Glockner, sondern bist auch wieder in den Norden, gell? Mhm. Ja, da habe ich das Problem gehabt, dass die Primärwelle, die war zwar eindeutig sichtbar, wunderschön gekennzeichnet, aber die war noch immer so weit weg. Und irgendwann habe ich mal die Hoffnung aufgegeben, dort jemals hinzukommen und habe mich dann an den Rotorwolken orientiert. Bin, so wie du sagst, wieder nach Norden. Im Endeffekt war das aber dann fast gleich schnell, denke ich. Mhm. Das ist eben genau das Problem, wenn man in der Welle mit Westkomponente im Wind eben von Ost nach West möchte, dass man ständig Sprünge hat gegen den Wind, 10, 15, 20 Kilometer, in denen man tausende Meter Höhe verliert. Und deswegen, also da sind wir uns, glaube ich, einig, dass Welle von Ost nach West im Osten hier oft ein Problem ist. Und je mehr das Westkomponente ist, umso mehr stehen die Wellen eigentlich schräg. Das heißt, du hast keine zusammenhängende Linie, sondern du fliegst so in Schlangenlinien, versucht man da die beste Linie zu finden, aber am besten funktioniert es bei reinem Wind. Ja. Ja. Wollen wir aber weiter bei dir? Nach Westen. Genau. Tennengebirge, vielleicht als nächstes. Ja. Ja. Also an der Stelle, wo du jetzt einzeichnet hast, habe ich auch durchaus gute Erfahrungen gemacht, wenn man vom Dachstein besonders, Tennengebirge. Und es ergibt sich da meistens eine relativ gute Hangfluglinie, wobei es aber wichtig ist, ausreichend Höhe mitzunehmen, weil dann der Sprung zum Hochkönig meistens einen großen Höhenbedarf hat. Genau. Ich würde gerne zum Dachstein auch noch einzeichnen, dass ich da gerne, so wie es der Edi vorhin beschrieben hat, eher so fliege und nicht hinten rum. Ja, da bist du am Lee, vom Gerzkopf. Ja, genau, genau. Mhm. Und genau, und jetzt kommt es nämlich, Tennengebirge schön und gut, aber das große Problem ist der Sprung vor zum Hochkönig. Genau. Ich glaube, das ist jetzt so ein Punkt, wo es extrem großer Unterschied ist, fliege ich von West nach Ost oder fliege ich von Ost nach West, weil vom Tennengebirge zum Hochkönig, glaube ich, das ist mit eins der kritischsten Punkte, die man haben kann in dieser Gegend. Ne? So ist es. Kann man nicht sagen, nur irgendwie möglich. Ich habe da einen ganz kleinen IGC-File von David und von mir, wobei diese Schlüsselstelle im Hochkönig mir gerade gelungen ist und der David war 100 Meter tief und ist dann außen gelandet. Wenn du willst, kann ich das kurz zeigen. Sehr gerne. Ihr seht meinen Bildschirm. Das ist jetzt quasi am Tennengebirge und ich bin da ein Stück vor gewesen und das ist jetzt quasi ein bisschen westlich vom Tennengebirge gibt es so eine Alm. Das ist bei der Werferner Hütte am Hochthorn und da sieht man jetzt ganz markant, jetzt fliegt er vor Richtung. Achso, nein, das ist erst das Tennengebirge. Genau, jetzt sind wir im Tennengebirge. Und das ist dieser Hochthorn mit der Werferner Hütte. Und ich habe da maximale Höhe versucht zu erreichen. Und der David ist vielleicht 100 Meter drunter geflogen. Ich fliege jetzt ein bisschen langsamer. Und da sieht man jetzt, ich habe da noch versucht, eine Höhe zu machen und habe überhaupt keinen Hangwind gehabt. Der David war 100 Meter tiefer, hat auch nichts gehabt und hat dann im Endeffekt, hat er sich hier über diesen Lernterner Sattel nicht drüber getraut. Und hat dann umgedreht und er war dann sehr, sehr knapp über den Grund und ist dann quasi hier das Tal immer schön so 150, 200 Meter drüber das Tal rausgeflogen. Das ist, war für ihn dann eine Außenlandung in, wie heißt die Gegend dort? Rundau.
Bischofshofen, genau. Und das war genau hier die eine Wiese, ist dann gelandet. Aber man sieht, es ist 100 Meter zu tief. Ich habe da gerade so viel Höhe gemacht, es war wirklich Windstille, es ist nichts gegangen. Und da bin ich da vorne ums Eck geflogen und auf einmal habe ich 50 km/h Rückenwind gehabt. Das ist irgendwie, ist es so, Moment, ich schwenke mal kurz auf meine Seite. Geht ein Stück retour. Sagt die Hand. Okay. Genau. Du fliegst quasi am Hochkönig vorbei und er wird umströmt, ziemlich stark umströmt sogar. Und du hast unten fast immer von mir einen sehr starken Südostwind. Ich habe da teilweise auf einmal 40 km/h Rückenwind gehabt, obwohl ich da vorne war es Windstille. Und dieser Wind treibt dich eigentlich dann ganz auf diesen Prallhang her. Und da geht's dann wirklich sehr, sehr gut hoch im Hang. Also das ist für mich mehrmals schon quasi ein richtiger Auffangpunkt gewesen. Also das ist für mich eigentlich immer wieder der Rentungsanker, wenn der Hochkönig nicht geht und ich habe genügend Höhe, dass ich über den Derntnersattel rüberkomme, dann bin ich auf dieser Stelle eigentlich dann zu meinem Rettungsanker gekommen. Okay. Also ich glaube, dieser Hochkönig, der ist wirklich, den hat wirklich der Teufel gesehen. Mir hat auch Hermann Trimmel mal erklärt, dieser steinerne Meerhochkönig für uns schaut ja relativ als großes Gebirge aus. Wenn man sich es aber im Gesamtsystem anschaut, gegenüber dem Hauptkap, der nur ein bisschen südlicher ist, ist es eigentlich nur ein kleiner Hügel. Und dann kann eben passieren, dass durch leichte Windgeschwindigkeitsänderungen oder Drehungen da plötzlich auch mal die Welle, also der absteigende Ast der Welle, auf den Hang drauf treffen kann. Ganz genau so ist es. Dass du da in dem Lee plötzlich bist und du denkst, du bist am Hang und bist aber praktisch im absteigenden Ast der Welle. Es gibt ja auch noch ein ähnliches Beispiel, als ich mal das erste Mal mit der LS8, meine knapp 1500 geflogen bin. An dem Tag ist der Walter Wartesteiner 1600 aus Innsbruck geflogen, der Gerd Heidebrecht auch 1700 von uns und noch ein dritter Österreicher, sehr namhafter Pilot, der ist leider nicht mehr unter uns. Die sind da innerhalb von einer Stunde genau diesen Weg angeflogen. Der erste und der letzte sind problemlos durchgekommen und der in der Mitte als höchster den Hochkönig angeflogen ist, der ist in Saalfelden gelandet. Mhm. Genau da, was passiert ist, dass dieser blöde steinerne Meerhochkönig nicht gegangen ist. Es kann natürlich sein, dass die Derntner quasi einen Rotor auslösen und der Rotor direkt in den Hangwind reingeht. Derjenige, der 100, 200 Meter Höhe ist, der sagt, okay, es ist turbulent, man kann durchfliegen und der nächste hat auf einmal 5 Meter fallen. Und dann in diesem Tal hier eingesperrt zu sein, ist nicht wirklich lustig. Also, ja, aber an dem Tag war es ja sogar noch so, dass der am höchsten hingeflogen ist, als einziger nicht durchgekommen ist. Ne? Ja, wenn sich die Bedingungen ändern. Der war halt bloß 45 Minuten vor dem anderen und eine halbe Stunde nach dem anderen. Ne? Ja, also der Hochkönig ist ein Matz. Ist ein Schlüsselpunkt. Also ja, ich steige wieder zurück, Benni. Ja. Frage, hat irgendjemand Erfahrungen mit diesem Loch hinter, also nördlich dem Hochkönig? Ich glaube, der Reinhard Pangenmüller hat da schon mal eine Welle gefunden, also direkt im direkten Lee vom Hochkönig. Ich finde das immer so verlockend von Osten kommen, weil das wäre halt die direkte Fortsetzung des Tennengebirges nach Westen. Aber ich habe es mich einmal erst getraut und das mit ohne jeden Erfolg. Also du tust dir auf jeden Fall leichter, wenn du das steinerne Meer von West nach Ost fliegst und da durch diesen Einschnitt durchfliegst. Mhm. Ich habe beides schon gemacht, also und habe keine Welle gefunden. Und vom Ost nach West hinten in dieses K reinzufliegen, hat leider den Nachteil, du kommst hier kaum in die Höhe und dann musst du dich entscheiden, fliege ich wieder zurück oder fliege ich durch den Einschnitt zwischen Hochkönig und steinernes Meer. Und da fliegst du voll natürlich im Fallen über einen Sattel. Also das ist... Würde also ich glaube, von Ost nach West, wenn du die Welle da hinten drin nicht findest, dann ist es eine Sackgasse. Auf jeden Fall. Es ist absolut eine Sackgasse, ja. Genau. Wobei ich kenne auch, also ich habe jetzt drei Flüge gefunden, wo ich auch im Norden des Tennengebirges und über den Königssee geflogen bin und dort eigentlich wunderschöne Wellen angetroffen habe.
Ja, das können wir sogar, glaube ich, auch einzeichnen. Das ist bestimmt für manche Leute auch interessant, die das probieren wollen. Edi, du hattest mir ja so eine kleine Skizze schon vorab mal geschickt, ja, und gegeben, und genau. Ich zeichne das einfach mal so ein bisschen ab. Da hattest du hier was eingezeichnet. Ja. Und dann... Direkt da, wo das beim Königssee abfällt. Also, ja. Genau, also erstmal das, und dann haben wir wieder den gleichen Effekt, dass am See, wie es wieder ist, wieder ganz steiles Tal, ganz steiler Kessel, ja. Königssee. Eine meiner stärksten Wellen gehabt hat, das waren sicher über 14 Meter. Ja. Genau. Königssee hat natürlich das Problem, das ist deutscher Luftraum. Ja? Das ist Charlie oben drüber und nicht Delta wie in Österreich. Also das kann problematisch sein. Oberhalb von 530. Wenn du da auf der Nordseite vom Dänengebirge fliegst, fliegst du ja quasi schon im Salzburger Luftraum. Und der reicht dich normalerweise weiter. Also der hat kein Problem damit. Okay, ja, ist gut zu wissen. Genau, also auch das ist wohl eine Option, die natürlich sehr selten geflogen wird, aber vielleicht gar nicht so dumm ist im Vergleich, wenn man die Probleme anschaut, die man nördlich im Hang oft hat. Ja. Mhm. Ich möchte trotzdem noch, also mir ist es, glaube ich, zweimal insgesamt schon gelungen, dass ich das Problem so umgehen konnte, dass, jetzt mache ich wieder einen Kreis, der nicht durchgezogen ist, weil das nicht ganz klar ist, dass ich da dazwischen auf der Querung nochmal irgend so was Welliges hatte. Das war nicht irgendwie groß, dass es mit 5 Meter auf große Höhen ging, aber ich konnte da so vielleicht 400 Meter oder so nochmal machen. Und die haben dann natürlich extrem geholfen, um im Hochkönig dann hoch genug anzukommen. Genau, also wenn man die Chance hat, wenn man da irgendwas erwischt, dann immer jeden Meter mitnehmen, weil das könnte sonst das Ende des Fluges bedeuten. Der Hochkönig geht ja auch manchmal direkt aus dem Gipfelbereich, kommt man dort in die Welle. Und diese Wellen habe ich eigentlich immer bei extrem starken Winden. Also ab über 80 km/h habe ich dort die Erfahrung gemacht, dass man eigentlich von dort locker in die Welle kommt. Ein Stück nach vorfliegen, praktisch beim Hochkönig, und dann ist man schon drinnen. Und dann gibt es eine relativ schöne Verbindung dann in die Tauernwelle. Bei diesem einen Flug bin ich das geschickt, wo diese Verbindung so schräg übers Hochkönig Richtung Tauern geht. Genau, das, vielleicht zeichne ich das jetzt mal wieder so als goldene Linie ein. Und zwar im Prinzip ja übers Hochgründeck, ja, und dann so. Nach Süden, ja, genau, ja, in diese Welle. Ja. Und das kann sehr, sehr effizient sein. Gerade mit Rückenwind eben von West nach Ost, wenn man dann schon große Groundspeed hat, dann kann man da mit 200, 250 kann man da im Prinzip über Grund entlang fliegen, ja. Genau. Hochkönig, dadurch, dass da im Louvre hier so Wellenansätze sein können, das zeigt ja auch, dass dadurch, wenn sich das verschiebt, eben auch locker mal der absteigende Ast von der Welle auf dem Hang draufstehen kann. Also da ist Freud und Leid sehr nah beieinander. Auch hier, ich glaube, Jan, du schwörst ja so auf die Stelle, oder? Ein ganz kleines bisschen westlich vom Hochkönig, da an dem, genau da. Ja. Also die ist für mich der häufigste Zufallswelleneinstieg direkt aus dem Hangwind gewesen am Hochkönig. Ja. Man nimmt sich meistens nicht die Zeit, dort quasi das gute Steigen mitzunehmen, weil man sagt, ja, am Hochkönig geht es eh hoch. Ne? Ist so eine Sache, ja. Wo wir gerade. Ja, da muss man natürlich dazu sagen, wenn man von West nach Ost fliegt, dann ist da die Höhe nicht unbedingt entscheidend, weil dann fliege ich ja dann mit Rückenwind in das niedrigere Gebiet. Und wenn ich von Ost nach West fliege, dann habe ich an der Stelle ja schon gewonnen. Ne? Da bin ich ja dann, wenn ich da oben bin, habe ich es ja schon geschafft. Ne? Wo wir gerade diese goldene Linie da haben, vom Hochkönig diagonal übers Hochgründeck in die Tauernwelle. Was haltet ihr von einer ähnlichen Linie? Hochkönig und dann Hochgründecklee, Rossbrandlee. Und dann so in den Dachsteinhang? Habe ich auch oft gemacht. Ja, so. Ja. Das ist eine gute tragende Linie. Ja. Wenn du mit 3000 Meter wegfliegst am Hochkönig, kommst du mit 2,4, 2,5 am Dachstein an, dann brauchst du hinten nicht mehr die Dachstein Süd zu nehmen, sondern du fliegst gleich direkt bei der Scheichenspitze direkt in den Hangwind, und ist fast die schnellste Route eigentlich für den Hangwind.
Gibt es die auch irgendwie in Gegenrichtung? Also ich finde die da schwer zu treffen wegen des Gegenwinds. Ich habe es an diesem einen Tag, am 11. habe ich es, glaube ich, einmal geschafft. Bin dann sehr, sehr hoch am Hochkönig angekommen. Aber ich habe sie von 10 Mal, habe sie maximal 2 Mal erwischt und komme dann eher wieder dann zurück, entweder aufs Dänengebirge oder sehr, sehr tief in den Hochkönig. Ja. Ich möchte dazu sagen, ich habe das schon ein paar Mal nicht ganz freiwillig nehmen müssen, von Osten nach Westen. Und vielleicht ein interessanter Aspekt da in dem Zusammenhang, dass ich dann im Bereich von Altenmarkt, also noch am Rossbrand, ja hier etwa, wieder Hangaufwind gefunden habe und auch so ein bisschen was Welliges, wo man sich halt wieder ein bisschen hochbasteln kann. Also eher Hangaufwind und also Wind und so eine Welle, ja. Aber schön klein und direkt am Hang dabei vom Rossbrand. Und mit dieser Höhe habe ich mich dann wieder zurückfallen lassen können. Das war, glaube ich, am 11. Mai. Am 11. Mai ist das passiert, glaube ich, beim ersten Mal. Und zwar ganz in der Früh. Ne? Also es scheint da für mich so einen Effekt zu geben, das habe ich schon ein paar Mal beobachtet, dass der Wind da relativ tief durchkommt, so ein Föhnstrich, wie man so schön sagt, vielleicht durch das Tal noch südlich da rein, Rotstadt, also wo die Dauernautobahn reingeht, Altenmarkt, Flachau, und dass dort der Wind in unteren Schichten wieder ein bisschen stärker ist und dass es dann wieder gelingt, dass man in diesen Hängen sich zurück in das Dänengebirge fallen lassen kann, um dort wieder höher zu kommen. Mhm. War schon ein paar Mal ein Rettungsanker. Ich will mal einen anderen Rettungsanker oder Zwischenanker einwerfen hier kurz. Ich würde nämlich gerne mal wieder ein bisschen Werbung machen für unsere PayPal-Adresse und bitte euch so ein bisschen vielleicht mal so ein bisschen was für unsere Jugend zu spenden, weil, ich meine, es ist ja wirklich schön, was wir hier machen und wenn es euch gefällt, spendet ein bisschen was für die Jugend von unserem SFZ Königsdorf. Vielen Dank. Der Michi hat es vorher auch schon mal in den Chat geschrieben. Dankeschön. Gut. Steinendes Meer. Ich habe jetzt hier den einen Hang schon eingezeichnet und ich glaube, ich würde den ganzen hier grün machen, weil der eigentlich immer fantastisch ist, wenn er denn geht. Ja. Ist jedes Mal ein Genuss. Ja. Genau, wenn er geht, also wenn die Überlagerung der Wellen so ist, dass es funktioniert, aber der Bereich, so direkt bei Saalfelden, den habe ich meistens als eher unkritisch in Erinnerung. Ja, also da muss ich auch sagen, da am Anfang ist er noch immer gegangen. Oder ja. Also im Ostteil, Westteil. Die Westecke ist jetzt natürlich die Gegenrichtung, wenn man von Westen kommt, nicht traurig sein, wenn die erste Rippe nicht gleich geht. Also das kann sein, dass man da bei Saalfelden von Westen kommt, ein gutes Stück um die Ecke rumfliegen muss und vielleicht auch an der zweiten Rippe vorbei, bis der Hang, bis man aus dieser dreidimensionalen Umströmung raus ist und in dem Bereich, wo er wirklich wo der Wind ja von Süden kommt, dann wirklich nach oben umgelenkt wird und nicht zur Seite umgelenkt. Je tiefer das du bist, umso besser funktionieren die Südostkarre dort. Ja, genau. Genau. Deswegen ist auch, was ich oft sehe, wir gehen jetzt gleich zum Leoganger, zum Birnhorn. Ja. Was viele machen, und das halte ich immer für falsch, ist vom Birnhorn aus hier direkt in den Hochkönig in Steinener Meer einzufädeln und dann hier außen rum zu fliegen. Mhm. Sondern, was ich immer empfehle, ist natürlich die Lufseits ausgeholte Linie zu fliegen. Also vielleicht eher so hier sogar. Ja. Ja. Genau. Das ist ein Konzept, was sich durchzieht. Das kann man eigentlich fast immer sagen, ja, dass es von einem Hang zum nächsten immer sinnvoll ist, ein bisschen Lufwärts auszuholen. Ja. Also sich ins Lee fallen zu lassen, nur um danach wieder ins Lu fliegen zu müssen, macht 0,0 Sinn. Ne? Also macht diese Linie komplett raus, weil sonst denkt dann noch einer, das ist irgendwas. Ja, gut, dann machen wir sie raus, genau. Es gibt natürlich auch die andere Route Richtung Westen, wo du quasi den Grat Richtung Ramla weiterfliegst und hinten quasi dann zu dem Lofaren kommst. Genau, das ist was anderes, wenn ich dann hinten bleibe, aber nicht vorne über die Leoganger fliegen möchte. Ne?
Genau, Leoganger, Loferer markiere ich jetzt erstmal und dann zeichne ich mal die Hänge erstmal auch vielleicht ein. Leoganger eigentlich sowohl am Ostende als auch am Westende habe ich sie schon als sehr gut erlebt. Ich finde aber, also tief auf jeden Fall Ostkomponente. Ich finde, dieser Ostwindstrahl, der wahrscheinlich am Dientner Sattel beginnt, der kann unten an den Handfüßen vom Steinernen Meer entlangblasen, über Saalfelden drüber und auf den östlichsten Ostausläufer der Leoganger treffen. Da hast du ganz, ganz unten Ostwind. Ja, das ist ein sehr guter Auffangpunkt. Ja, in der Tiefpiste. Genau, den habe ich selbst auch schon genützt, ähnlich wie der Edi zuvor gesagt hat, bei dem am Hochkönig vorne lang, ist das auch hier, dass der Ostwind da so durchgreift. Ja, genau, dann lassen wir den mal als den primären Hangpunkt stehen, weil der ist wirklich, ja. Genau. Und am Loferer, da glaube ich, ist es aber eher der westliche Teil, oder? Ja. Ja. Ja, ja. Also wenn in dem Südwind leichte Westkomponente drin ist, dann passt die da genau rein. Würde schon sagen, westliche. Ja. Ja. Allerdings haben die Loferer ganz gern in ihrem Ostteil so einen Welleneinstieg direkt aus dem Luv. Also ich habe es öfter erlebt, Hangwind unten in der westlichen Hälfte, bis so auf Grathöhe, bisschen drüber. Und dann, wenn man dann versucht, diesen Hangwind an die östliche Hälfte der Loferer fortzusetzen, dann stellt man manchmal fest, oh, da steht ja eine Welle direkt über dem Hang. Ich habe schon mehrmals versucht, bei den Loferern quasi so zu den Leogangen zu fliegen, dass ich dort irgendeine Welle finde. Aber ich habe es noch ganz selten erlebt, dass dort irgendwas gestiegen ist. Im Lee von den Leogangen? Im Lee von den Leogangen, ja. Also das habe ich wurde eine Zeit lang mal propagiert, die Nordostecke vom Schießgebiet. Aber wie reproduzierbar das ist, weiß ich nicht. Ja, also was ich manchmal erlebt habe, ist, dass man wirklich vom Lofer aus dem Hang dann eben versucht hat, wenn das Schießgebiet zum Beispiel aktiv ist, da hinten rum in den Meer reinzufliegen. Und das hat teilweise wirklich schon über Weißbach, über dem Tal schon getragen und dann ist man ohne Höhenverlust in den Hang reingekommen. Das habe ich schon erlebt ab und zu. Aber dann ist der Hang natürlich hier vor, um die Ecke rum, bei Saalfelden, sehr unangenehm. Das ist ja auch sehr spannend, ja. Ja, genau. Deswegen, also ich versuche immer, wenn das Schießgebiet nicht aktiv ist, dann auch Loferer, dann hier vorne den Sprung Leoganger und dann ins Steinerne Meer eben vorne rum rein. Aber es geht auch hinten rum. Also ich habe es mehrmals schon erlebt, dass es ganz gut eigentlich ging. Und wenn das Schießgebiet aktiv ist, dann hat man halt leider auch fast keine Wahl. Das ist so ein bisschen das Problem. Ja, und dann würde ich tatsächlich es so machen, also wenn ich aus dem über dem Loferer Luf so eine Zufallswelle treffe, dann würde ich, solange ich hoch bin, tatsächlich einmal das Leoganger Lee probieren. Ja. Und das ist dann auch noch knapp außerhalb des Schießgebiets. Wie gesagt, Nordostecke vom Schießgebiet, das ist dieser Grat, der das geht sich aus, den ja. A von den Leogangern da nach Norden sich zieht. Und da, ja, gab es gelegentlich schon mal einen Einstieg. Genau, also ich mache jetzt hier mal zwei so Pünktchen irgendwie. Das ist ja nicht ganz reproduzierbar, aber dass man weiß, da in dem Bereich, da wäre was zu finden vielleicht. Ja. Genau. Das ist ja auch eine der besten Möglichkeiten, dem Schießgebiet auszuweichen, sage ich mal. Ja, ja genau. Wenn es aktiv ist, dann muss man da eh irgendwas anderes machen, weil den Leoganger hier einfach so von Westen anzufliegen, das geht dann einfach nicht. Ja. Genau. Ja, was sonst Auffanghänge, wie ist eigentlich die Steinplatte bei Südwind? Muss ich sagen, habe ich wenig Erfahrung damit, weil ich sie zum Glück bisher selten gebraucht habe. Aber ich fürchte nicht großartig, außer direkt am Gipfel, wo das Tal vom Pillersee, das ist das Tal, was direkt westlich von den Loferern von Süd nach Nord geht, wo das drauf bläst, da vielleicht schon. Aber also, dann zeichnen wir mal gar nicht selten ein. In der Lage. Nee, dann zeichnen wir da nichts ein. Okay, genau. Und dann bleibt uns noch der Sprung vom Loferer zum Wilden Kaiser, der ja auch nicht ohne ist, weil der See sehr, sehr lang ist.
da eine tragende Linie zu finden, ist oft nicht so leicht. Also man, ja, da fliege ich lieber von den Leogangen Spur in den Süden und teilweise mittig Tal kann ich da relativ gut meine Höhe halten. Also, oh ja, ja, ja. Also kommt darauf an, genau, in welcher Höhe man wegfliegt, aber so über 3000 ist es meistens eine sehr gute tragende Linie. Auch das ist ja ein guter Weg, um auf dem Weg von Ost nach West das Schießgebiet zu umfliegen. Das Schießgebiet, ja, nochmal, das ist ungefähr so hier. Ja. 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 Und dann könnte man hier auch südlich eben außen rum. Und da, wir haben jetzt hier, wir kommen jetzt schon in den Bereich rein, wo schon von der Folge, in der wir die mittleren Gebiete besprochen haben, hier schon die Wellen noch eingezeichnet sind. Da haben wir nämlich hier Lee vom Pinzgauer Spaziergang schon einmal, also über Kitzbühel drüber, als eine eigentlich relativ solide Wellenlinie mal eingezeichnet. Und ich denke, dass man aus dem Leoganger auch eben nach Süden in diese Wellenlinie reinkommen kann, mit viel Geduld. Und das ist wirklich, das ist dann nicht so, dass man nach Süden sticht und dann mit 3-4 Metern wegkommt, aber mit viel Geduld habe ich den Eindruck, dass man da gut in diese Welle kommt und dann eben eigentlich bis Innsbruck schon kein Problem mehr haben wird. Mhm. Ja. Aber wenn das nicht geht, dann muss man sich halt wieder nach Norden fallen lassen und dann doch in Kaiser in den Hang oder so. Aber man kommt dann ja in den Kaiserhang, das geht ja auch. Also das ist nicht das Ende des Fluges. Deswegen, ich glaube, was der Edi sagt, eben vom Leoganger aus irgendwie nach Süden oder nach Südwesten weiter, das ist immer ein Versuch wert, wenn man die Chance sieht, ja. Mhm. Hermann, wie fliegst du? Ja, wenn man hoch ist. Naja, wenn du mich so fragst, muss ich schon sagen, dass ich vorwiegend den Wilden Kaiser dann anfliege, von den Loferern weg. Auch mit der Gefahr, dass da natürlich ein bisschen Höhe drauf geht. Mhm. Er ist einfach näher zum Kaiser, ne? Ja, und der Kaiser eigentlich schon eine sehr, ja, eine gute Bank ist, sage ich jetzt einmal. Mhm. Aber natürlich, es ist sicher Potenzial da nach Süden und animiert mich auch, das jetzt ein bisschen zu probieren. Die Linie, die der Benni eingezeichnet hat, die würde eher vom Griesenpass Richtung St. Johann und dann so Richtung Elmau, also und dann zum Kaiser hingehen. Also das ist eher Mittigtal. Ja, okay. Ich immer diese tragendere Linie gefunden, also da kürze ich meistens dann die Lofer ab. Genau, also ich zeichne mal kurz noch hier Mainz ein, wo ich sage, dass man da vielleicht auch in diese Welle einsteigen kann direkt. Mhm. Und dann machen wir separat nochmal eine andere Linie. Einen Moment. Direkt ganz knapp an dem Schießgebiet vorbei und ja, Richtung St. Johann. Also. Genau, und dann kommt man in den Kaiserhang rein, ja. Ja, genau. Genau. Mhm. Ich finde, die Linie, die fühlt sich sehr, sehr ähnlich an wie diese Hochkönig-Dachstein-Verbindung im Lee von Hochgründeck und ja, Ostbahn. Genau. Ja, genau. Okay, ja, jetzt sind wir zwar am Kaiser angekommen, aber ich würde trotzdem, auch wenn wir jetzt natürlich langsam zeitlich auch am Ende sind, noch ganz kurz vielleicht über die primäre Tauernwelle sprechen, oder was meint ihr? Weil die haben wir letztes Mal zwar so ein bisschen eingezeichnet, aber eigentlich war sie ja nicht mehr Teil der Folge. Vielleicht sollten wir das als Abschluss jetzt auch noch besprechen. Also du meinst, südlich von Zell am See gibt es einen Einstieg, einen relativ guten? Ja, genau. Und zwar, ja, also die große Welle an sich ist jetzt ja schon drin. Die Frage ist, wie man da jetzt routenmäßig das verbindet, wenn man zum Beispiel, ja, am Hochkönig ist oder auch aus den niederen Tauern raus, hier aus der Welle, da ist es ja auch manchmal sinnvoll, hier eine Verbindung zu schlagen, vor allem, wenn man aus dem Westen kommt, dann hier von den hohen in die niederen Tauern reinzugehen. Was sind denn da so eure Erfahrungen? Ich glaube, ich würde an die Welle der hohen Tauern noch weiter nach Osten fortsetzen, aber mit einem markanten Knick. Ja. Nach Süden, ja. Ja, nach Südosten. Also so etwa ab südlich Zell am See, würde ich sagen, geht die Wurst weiter, zielt aber Richtung Mauterndorf. Und das ist ganz lustig, wenn man eh schon in der Tauernwelle ist, wenn man das sieht oder wenn man das weiß, dann kann man sich schön fortsetzen. Lustigerweise durchaus über die Hauptkammlinie manchmal drüber. Aber ich habe den Verdacht, dieser Knick ist gleichzeitig auch der Grund für die großen Schwierigkeiten von Osten kommend, aus der hier jetzt nicht ausgefüllt gezeichneten Welle der niederen Tauern, den Wechsel zu schaffen in die
in die Hohen Tauern. Also das ist so in der Gegend Kasteinertal oder Großaaltal, finde ich das immer ein Gehoppel über einzelne Wellenpunkte. Genau, also was ich glaube, was da passiert, ist irgendwie sowas, ja. Ja, ja, genau. Oder machen wir mal zwei nur, machen wir nicht drei, das ist unrealistisch, aber zwei Stück auf jeden Fall und auch nicht klar strukturiert. Das sind auf jeden Fall auch so durchsichtige, ja. Genau. Und das ist ja mit Sicherheit einfach der Tatsache geschuldet, weil der Alpenhauptkamm einfach da dann deutlich abfällt, deutlich niedriger wird und nicht mehr so strukturiert ist, wie er halt bis zum Großglockner, bis rüber zum Gerlos ist. Ne? Ja, genau. Okay, und dann jetzt vielleicht doch nochmal wirklich Einstiegspunkte, Tauernwelle, weil wenn man jetzt hier in Zell am See und so reinkommt, Edi, du hattest vorhin schon erwähnt, südlich Zell am See, ja. Auch da ist es ja manchmal unterschiedlich, wie weit im Süden oder Norden dieses Ding steht. Es kommt immer von der Windstärke davon, aber so ungefähr in der Position bin ich schon weggekommen, ja. Genau. Und wenn du quasi von dort aus der Welle fällst, hast du quasi auf der Schmittenhöhe wieder die Möglichkeit, Höhe zu machen. Also das, genau, ja. Schmittenhöhe, ja. Hier, der Pinzgau im Allgemeinen, den finde ich jetzt nicht besonders einladend als Lufhang, wobei ich da auch schon Leute gesehen habe, die da geflogen sind, aber ich würde es eher nicht empfehlen, oder? Ich habe es zwei, dreimal gemacht und habe es dann immer bereut. Ja, ja, ich habe es dann nur aus der Not rausgemacht. Zur Not, ja. Ja. Aber es ist nicht empfehlenswert grundsätzlich. Genau. Gut, aber also auch wenn man nicht bei Zell am See direkt ist, sondern es gibt ja auch andere Möglichkeiten. Vielleicht Jan, erzählst du mal noch, wie ihr teilweise vom Wilden Kaiser aus nach Süden, du machst es ja ab und zu, dass du da dann über die Hohe Salve und so dann über ein paar Touren in die Tauernwelle gehst? Ja, aber also ich sage mittlerweile dazu, es ist mit Sicherheit die dümmste Möglichkeit und also sehr, sehr übertrieben gesagt, um vom Kaiser in die Tauernwelle zu kommen, ist der einfachste Weg übers Montafon. Aber es ist richtig. Es ist absolut richtig, was Jan sagt. Ja. Oder wenn man es vielleicht nicht ganz so übertrieben sagt. Also ich würde mal sagen, welches ist Innsbruck? Ja, über die Innsbruckwelle, ja, genau. Ja, ja. Ich habe das immer nur gemacht an Experimentiertagen, wo es ohnehin nicht um weite Strecken ging. Und ich habe es eigentlich immer als ein Gebore und Gestocher empfunden. Insofern würde ich da aus meiner Erfahrung tatsächlich nicht den einen gut gangbaren Weg kopieren wollen. Ja, gut, ja. Dann machen wir das nicht. Also ja, es gibt Möglichkeiten und wer das machen will, schaut euch die Flüge an. Es gibt Flüge, gerade auch vom Jan und anderen Unterwössern, die das natürlich ab und zu machen, aber ja, zeichnen wir nichts ein, weil es nicht genügend wiederholbar ist. Gut. Vielleicht eine Sache noch, die mehr eine Frage ist. Es gibt ja den Fall, dass die primäre Tauernwelle im Pinzgau steht, Fragezeichen, oder dass es eine weitere Schwingung gibt, die viel mehr im Pinzgauer Tal steht. Also ich habe selber auch die Erfahrung gemacht, also du kannst direkt über den Gipfel vom Pinzgau auch eine Welle erwischen. Also je nachdem, wo die Schwingung liegt, genau. Ist dann die Sekundärwelle, ja, genau. Funktioniert auch ganz gut. Und ich habe es in solchen Fällen schon erlebt. Also die könnten wir vielleicht als nicht ausgefüllten Balken einzeichnen. Das Interessante dabei war, in solchen Fällen habe ich es mehrfach schon erlebt, dass diese Welle dann eine ziemlich lückenlose Verbindung hatte in dasselbe im Ennstal. Also da hatte man so das Gefühl, man konnte die ganze Zeit, ja, Talmitte oder eher so ein bisschen auf den abfallenden Nasen der Tauernrippen entlang fliegen, aber da hatte ich dann eben den Eindruck, dass es in einem Zug durchging und nicht diesen komischen Versprung hatte, den die primäre Welle oben am Hof kam. Also ich habe eher das Gefühl, das funktioniert so alles über 4.500 ganz gut.
Also so in 3.500 kommst du relativ schnell aus diesem System raus. Ja, genau. Stimmt. Ja. Aber wenn die geht, finde ich die unheimlich problemlos, weil man eben nicht die hohen Berge im Weg hat. Und das waren auch die Tage, an denen der Einstieg im Pinzgau sehr, sehr einfach war. Mhm. Weil es fast aus der Pinzgau-Luftseite ging. Ich würde die gar nicht, ich würde die auch voll machen, weil ich finde, dass man die sehr gut fliegen kann. Ja. Okay, ich glaube, ich bin in die tatsächlich öfters geflogen, als die wirklich am Hauptkamm, weil am Hauptkamm hast du meiner Meinung nach sehr häufig das Problem, dass da einfach die Feuchte zu hoch ist und du das gar nicht fliegen kannst. So ist es, ja. Du musst sowieso nach Norden ausweichen. Ja. Ich würde vielleicht sogar jetzt nach unserer neuen Kategorisierung mit den nicht gefüllten Wellen deutlichere. Ich wollte es gerade sagen, Benni. Genauso würde ich es auch machen. Ja? Ja, genau. Also das ist, da geht es schon, aber das ist teilweise mit viel Geduld und nicht durchgängig, sondern eher so zerhackt. Ja, genau. Ja. Okay, ja. Gut. Genau. Da sieht man jetzt schon eben, dass eben diese drei, diese primäre, sekundäre und wahrscheinlich dann ja die tertiäre, die nochmal neu angeregt wird durch den Pinzgau-Spaziergang sind. Und wenn da drei hintereinander stehen, ist natürlich eine kleine Variation in der Windgeschwindigkeit schon ausreichend, um das Ganze komplett woanders hinzustellen. Also das ist schon ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, auf welcher Länge und Breite da exakt die jetzt stehen. Aber vom Konzept her kann man sich das wahrscheinlich immer so vorstellen. Ja. Gut, sonst noch Anmerkungen, weil sonst, glaube ich, sind wir eigentlich angekommen. Ich glaube jetzt, gerade wo du es nochmal ganz groß machst, ich glaube, sieht man schon, dass es durchaus Variation oder deutlich mehr Variationsmöglichkeiten hier im Osten gibt, als wir es bisher im Westen oder in der Mitte haben. Und das ist doch ein sehr, sehr, sehr spannendes Gebiet, um da einen Föhn zu pflegen. Ne? Also es ist fast ein Eldorado, ein Wellen-Eldorado, wenn man es genau nehmen will. Viele, viele Möglichkeiten. Auch die Wellen im Norden finde ich hochinteressant. Auf eine Problemzone möchte ich vielleicht noch hinweisen, in diesem großen Eldorado. Mir schon sehr häufig passiert, entweder im Handwind vom Wiener Neustadt kommend oder auch in der Welle, alles wunderbar und auf einmal kommt man ins Ennstal. Und was passiert da im Ennstal? Man kommt tiefer und der Hangwind geht überhaupt nicht. Die Ursache ist einfach der riesengroße Kaltluftzähler drinnen. Mhm. Der ist oft ganzen Vormittag gefüllt und die Hänge tragen nicht, man sieht das nicht. Also wenn man dort zu früh ist und zu tief kommt, dann startet man sehr gerne den Motor über Niederrhein. Ich glaube, das ist ein gleiches Problem, was wir auch vom Inntal kennen. Und ich bin auch schon zweimal zum Frühstücken in Innsbruck gelandet, ja. Trotz Motor? War da die Kneipe noch nicht offen, weil es zu früh war. Mhm. Ja. Ja gut, also dann bedanke ich mich recht herzlich, wenn ich hier nochmal unsere Baitroll-Adresse so ganz nebenbei unverbindlich hier in die Kamera halte, jugend@sfzkdf.de. Wer also gerne spenden möchte, ist gerne eingeladen dazu. Ich bedanke mich bei euch dreien, dass ihr hier euer Wissen so mit uns oder mit unseren Zuschauern geteilt habt. War wirklich super toll. Vielen recht herzlichen Dank an Markus, Hermann und an Edi. Und ja, wie geht's weiter? Nächste Woche machen wir so ein Weihnachtsspecial bei Late Night Soaring, so ein bisschen Stammtischatmosphäre. Wir reden über alles Mögliche. Themenvorschläge könnt ihr gerne als Kommentar unter dieses Video setzen oder auch eine E-Mail schreiben, wie ihr wollt. Wir haben ein fixes Thema, mit dem wir anfangen werden. Das wissen wir seit gestern. Und zwar wollen wir über den neuen Außenlandekatalog, oder so neu ist er ja nicht mehr, aber wieder neu aufgesetzte Außenlandekatalog von Christian Hünig auf streckenflug.at sprechen. Christian wird sich auch mit einwählen und es erzählen. Und es ist ja nicht nur jetzt ein Alpenflugkatalog, sondern es ist ja die Idee dahinter, dass es ein weltweiter Außenlandekatalog werden soll. Also sicherlich eine super tolle Sache, dass wenn man irgendwo hinfährt, sich da rein
reinwählt und sich das anschauen kann. Und ja, und dann bei uns geht es wieder zwischen den Jahren weiter, also heute in 2 Wochen auch wieder. Das, also Südföhn ist ja jetzt vorbei, dann geht es weiter, wenn der Wind andersrum ist, mit Nordföhn. Und ich kann euch versprechen, wir haben auch wieder die Creme de la Creme der Nordföhnflieger eingeladen und freuen uns. In diesem Sinne wünsche ich euch was. Vielleicht sehen wir uns nächste Woche noch. Wenn nicht, wünsche ich euch schöne Weihnachten und vielleicht schon einen guten Rutsch. Aber ich hoffe, wir sehen uns bald wieder auf dieser Welle. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Ciao. Wünsche ich auch, ja. Ciao. Danke. Tschüss. Ciao. Ciao.